Okay, schönen guten Tag. Schön, dass Sie zuschauen und zugeschaltet haben zur Abschlussdiskussionsrunde der Tage der Nachhaltigkeit in Ingolstadt. Die Abschlussdiskussionsrunde steht unter dem Motto Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt, Ergebnisse der Bestandsaufnahme. Und mein Name ist Erik Bertram, ich bin Projektmitarbeiter des Projektes Mensch in Bewegung der Technischen Hochschule Ingolstadt und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und das Projekt hat zum Ziel, die Hochschulen stärker mit der Region in Verbindung zu bringen in vier thematischen Bereichen. Das ist die nachhaltige Entwicklung, die innovative Mobilität, das bürgerschaftliche Engagement und die digitale Transformation. Und genau deswegen sitze ich hier, um in einem Prozess zu unterstützen, zu moderieren. Und ich möchte ganz gerne unsere ersten Gäste vorstellen und wir beginnen von rechts nach links. Stellen Sie sich doch kurz vor mit Ihrem Namen, Ihrer Funktion und dem Ort, an dem Sie gerne in Ihrer Stadt oder in Ingolstadt sind. Ganz kurz. Mein Name ist René Schmidt-Peter. Ich bin gebürtiger Ingolstädter, habe eine Professur in Köln. In Ingolstadt bin ich gerne am Baggersee, ansonsten auch gerne in die Berge und freue mich auf heute Abend. Danke. Mein Name ist Michael Holzmann, ich bin Geschäftsführer der Unternehmensberatung Alcondo. Ich durfte mit meinem Team den Agenda-Prozess begleiten. Ich bewege mich gerne in der Stadt Ingolstadt durch die Fußgängerzone und freue mich auf diese Diskussion. Danke. Ja, Denise Rink, ich bin Studentin an der Technischen Hochschule, studiere Digital Business und bin ja Gründungsvorstand vom Verein Our Future, den wir letztes Jahr gegründet haben. Und ja, ich gehe gerne in die Berge, aber ich bin auch hier gerne im Klenzepark unterwegs. Danke. André Habisch, ich bin Professor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, unterrichte hier in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Nachhaltigkeitsmanagement, soziale Innovation. Und mein Lieblingsort in Ingolstadt sind die Cafés in der Fußgängerzone. Danke. Mein Name ist Alois Heißenhuber, ich war Professor für Produktions- und Ressourcenökonomie an der TU München in Weihenstephan, also beschäftige mich mit dem Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie. Und wenn ich in Ingolstadt wohnen würde, ich wohne ja in Freising, dann würde ich gerne mich im Theater aufhalten, weil Kultur ein ganz wichtiger Beitrag ist, wie wir, glaube ich, in der jüngsten Zeit festgestellt haben, für den Menschen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Dankeschön. Petra Kleine, ich bin Bürgermeisterin hier in Ingolstadt. Für mich ist es der zweite Agenda-Prozess. Die Visionen für Ingolstadt vor 20 Jahren war ich auch schon dabei. Meine Lieblingsorte sind auch im Café. Und ansonsten ist das Ziel, viel im Hier und Jetzt zu sein als Lieblingsort. Schöner Lieblingsort. Mein Name ist Anne-Kathrin Lindau. Ich bin Professorin für Geografiedidaktik und Bildung für nachhaltige Entwicklung und gleichzeitig auch Nachhaltigkeitsbeauftragte der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und wenn ich in Ingolstadt bin, halte ich mich auch sehr gerne in der Innenstadt auf. Danke. Mein Name ist Reinhard Büchel. Ich habe das Institut für angewandte Nachhaltigkeit INAS in Ingolstadt gegründet, das ich auch noch leite. Und mein Lieblingsort ist immer dort, wo Menschen sind, egal wo es ist. Ja, zugegebenermaßen momentan Corona-bedingt etwas eingeschränkt. Ja, das stimmt. Dankeschön. Wir werden unsere Gäste gleich wiedersehen, aber zunächst bitte ich die Menschen, die gerade stehen, Sie können gerade abgehen. Danke. Genau. Wir werden jetzt einen ersten Impuls hören von Michael Holzner zu den ersten Ergebnissen der Bestandsaufnahme der Nachhaltigkeitsagenda. Vielen Dank. Die Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt hat eine lange Historie. Ich will heute nicht darauf eingehen, Oberbürgermeister Scharpf hat das am Freitagabend bereits vorgestellt, beginnend mit der Klimakonferenz in Rio de Janeiro, dann die Vision über die Jahrtausendwende. Ich gehe heute nur auf den Prozess im letzten Jahr ein. Ungefähr im Anfang letzten Jahres, genau genommen am 27. Februar letzten Jahres, erging aus dem Stadtrat an die Stadtverwaltung der Auftrag, eine Nachhaltigkeitsagenda zu erstellen und dabei nach Möglichkeit alle gesellschaftlichen Gruppen mit einzubeziehen und aufbauend auf der Agenda 2030 diese Agenda für Ingolstadt zu erstellen. Im ersten Schritt sollte eine Bestandsaufnahme durchgeführt werden
also die bestehenden Maßnahmen und bereits umgesetzten Maßnahmen sowie die geplanten Maßnahmen erfasst werden. Es sollte eine Clusterung der Maßnahmen erfolgen und Zielen von Ingolstadt zugeordnet werden und es sollten Empfehlungen für das weitere Vorgehen erstellt werden. Das Ergebnis dieser Arbeit wurde im Dezember in der Stadtratssitzung vorgestellt und verabschiedet und damit ein dreistufiges Vorgehen für die Erstellung einer Nachhaltigkeitsagenda beschlossen. Ganz kurz zu den Ergebnissen, die anschließend in der Runde diskutiert werden. Ein paar Aspekte möchte ich hier zusammenfassen. Was mich persönlich sehr überrascht hat, war die große Anzahl von Maßnahmen, insgesamt mehr als 600 Maßnahmen, zugegebenermaßen auf unterschiedlicher Flughöhe, mit unterschiedlicher Granularität. Der Fokus der erfassten Maßnahmen war weitgehend auf Basis der kommunalen Belange und Aspekte der Umwelt und Soziales, Aspekte der Ökonomie haben weniger Betrachtung gefunden. Wir hatten auch gesehen, dass keine Trennung zwischen gesetzlich notwendigen Anforderungen und zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen, die die Stadt ergriffen hat, vorgelegen haben. Wir hatten hier zum Teil wenig Informationen, welche Maßnahme gehört in welche Kategorie. Was gefehlt hat, waren übergreifende Ziele. Ziele, Messgrößen, auch Statusinformationen und begleitende Dokumente. Wo will die Stadt mit diesen Maßnahmen in Summe sich hinbewegen? Und somit war es sehr schwierig, die Zusammenhänge und die Zielkonflikte, die in diesem Thema Nachhaltigkeit immer gegeben sind, auf dieser aktuellen Datenbasis zu bewerten. Nun, was sind die Ergebnisse dieses Prozesses hier dargestellt? Wir haben in einem kurzen Workshop mit einem kleinen Team erste Ziele für Ingolstadt orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN, an den Sustainable Development Goals der UN, den 17 Zielen erstellt und dann Maßnahmen erfasst in den einzelnen Referaten und bei den Beteiligungsunternehmen und diese Maßnahmen geclustert und den Zielen zugeordnet. Daneben haben wir die sogenannten Bertelsmann-Indikatoren erhoben und vergleichend mit der Stadt Regensburg dargestellt. Was Sie im unteren Teil des Bildes sehen, ist die Bewertung, die aus dem Expertenkreis und mit den Mitgliedern der Stadtverwaltung erfolgt ist. Es waren ungefähr 50 Teilnehmer. Die grünen Punkte sind die Vertreter der Stadtverwaltung, die roten Punkte die Experten aus dieser Runde. Und was wir sehen und was uns sehr überrascht hat, es war ein sehr diverses Bild, eine sehr breite Streuung, aufgetragen über den einzelnen SDGs. Und die Skala sollte von 0 bis 100 reichen, rot am unteren Ende, ich habe die Ziele bisher verfehlt, grün, ich habe alles erreicht. Ein sehr breites Bild und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion auch in dieser Runde. Ich habe im Laufe der Zeit ein Bild gewonnen, wie damit umzugehen ist. Wir können das heute hier miteinander diskutieren. Begleitend zu diesem Prozess haben wir auch eine kleine Partizipation in den Veranstaltungen gemacht. Zum Beispiel am Familiennachhaltigkeitstag oder bei der Wissenschaftstagung die große Transformation. Wir haben die Frage gestellt, wie nachhaltig ist Ingolstadt? Wo sehen Sie die dringendsten Handlungsbedarf für Ingolstadt? In beiden Fällen sind zwei Punkte hervorzuheben. Das eine ist nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, aber auch Maßnahmen für den Klimaschutz. Und bei der Wissenschaftstagung kam noch das Ziel 9 mit hinzu, Innovation, Infrastruktur. Und somit ergab sich da ein Bild. Im unteren Bereich hatten wir noch abgefragt, wer engagiert sich in welchem Thema und wir sehen dort eine gewisse Überlappung. Nun eine kurze Zusammenfassung, wie soll es weitergehen? Die Empfehlungen, die wir dem Stadtrat gegeben haben und die auch verabschiedet wurden, in einer ersten Stufe eine Fortführung der Bestandsaufnahme. Hier hat sich gezeigt, dass eine Wissensvermittlung erforderlich ist, um die Zusammenhänge besser erfassen zu können und somit auch die Wechselwirkungen und Zielkonflikte behandeln zu können. Es sollten auch
die Handlungsfelder identifiziert werden und gegebenenfalls auch priorisiert. Für die zweite Stufe, die auch im Sommer diesen Jahres jetzt auch angegangen wurde, die Erarbeitung einer und Abstimmung einer übergreifenden Strategie. Da haben verschiedene Workshops stattgefunden. Wir werden das im zweiten Teil unserer Diskussion heute noch sehen. Und natürlich auch notwendig und mittlerweile auch umgesetzt, der Aufbau eines Projektmanagements. Es wurde ein Koordinator auch eingesetzt, der mittlerweile tatkräftig unterstützt. Und der dritte Part, es soll natürlich nicht bei einer Strategie stehen bleiben. Hier ist es notwendig, dann sich zu überlegen, wie kann ich Maßnahmen definieren, um die Ziele zu erreichen? Wie kann ich die clustern? Wie kann ich die zur Entscheidung bringen? Und was brauche ich dazu an Terminplänen, Entscheidungsvorlagen, Förderanträge und wie sieht das zugehörige Projektmanagement aus? So viel als erster Impuls und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Ich glaube, es ist eine Menge Inhalt enthalten, um darüber zu sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Holzner. Genau, ich werde kurz die Art und Weise jetzt vorstellen, wie wir diskutieren. Das ist eine Abwandlung der sogenannten Fishbowl-Diskussion, also Fischglas-Art und Weise zu diskutieren. Es wird so ablaufen, die ersten vier Gäste, also ihr und sie, ihr werdet gleich ein Setting von mir genannt bekommen und eine Fragestellung. Und ihr habt dann erstmal Möglichkeit, oder sie haben erstmal die Möglichkeit zu unterhalten, was sie gerade gehört haben. Und dann nach einer gewissen Zeit wird es die Möglichkeit geben, für die zweite Gruppe Gäste, die wir eben schon hinter uns stehen gesehen haben, Nachfragen zu stellen. Beispielsweise, da haben Sie aber einen spannenden Punkt genannt, können Sie den nochmal vertiefen oder diesen Punkt habe ich nicht so gut verstanden, können Sie das nochmal erklären oder mit anderen Worten. Dass die erste Gruppe an Expertinnen und Experten nochmal die Möglichkeit hat, gewisse Punkte zu vertiefen, die vielleicht nicht so leicht klar geworden sind. Und dann nach einem gewissen Zeitrahmen werden wir wechseln. Das heißt, ihr die jetzt und sie, die jetzt hier sitzen, ihr werdet abgehen. Und dann werden die Menschen, die wir eben stehend gesehen haben, sich auch hinsetzen, auch wieder diskutieren untereinander. Und dann besteht für sie die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Und je nachdem, wie wir zeitlich durchkommen, machen wir nochmal eine große Runde am Ende. Jetzt müssen wir so ein bisschen schauen, wie lebendig das Ganze wird. Genau, soweit zum Vorgehen. Und das Setting ist, sie treffen sich jetzt nach diesem spannenden Impuls, sozusagen in der Konferenzlobby. Sie haben da gerade gehört, Nachhaltigkeitsagenda, erste Ziele. Und genau, es soll so leicht wie möglich diese Diskussion sein und vielleicht auch so präzise. Was sind denn Ihre Einschätzungen? Was hat Sie überrascht? Was war neu? Was ist auch vielleicht nicht neu? Hat das Vorgehen für Sie gepasst? Also Sie sind ja nicht nur jetzt, haben Sie den Impuls gehört, sondern Sie waren ja auch als Experte und Expertin angefragt, eine Einschätzung abzugeben. Und genau, somit überlasse ich die Bühne mal Ihnen. Die Person, die einen Impuls hat, darf gerne anfangen. Ja, prima. Also ich habe da einen Impuls hier an meine Mitredner in der DB-Launch. Wir reisen ja alle sehr viel und Ingolstadt ist auch ein Ort, der ja weltweit verknüpft ist. Wir leben vom Export. Und was mich so ein bisschen überrascht hat tatsächlich jetzt ist, dass die internationale Dimension doch eigentlich an der Stelle in der Analyse sehr kurz kam. Ja, also im Grunde Nachhaltigkeit ein Thema, Klimawandel, Biodiversität, weltweite Übersäuerung der Meere, alles internationale Themen. Da frage ich mich, was ist der Lösungsbeitrag Ingolstadts für diese globalen Herausforderungen? Ja, könnte es sein, dass man doch zuerst bei den eigenen Problemen beginnt und sagt, was ist vor meiner Haustüre? Das könnte eine Erklärung sein, dass man sozusagen dort, wo man unmittelbar wirken kann, vielleicht versucht, sich einzubringen und vielleicht in einem zweiten Schritt erst dann über die Grenzen hinausgeht. Könnte eine Erklärung sein, oder weiß ich nicht. Eine Erklärung sicherlich, aber in Anbetracht der weltweiten Lieferketten und der Thematik, wie vernetzt Ingolstadt in anderen Bereichen ist. Wir verkaufen unsere Autos weltweit, wir sind angewiesen auf technologischen Fortschritt weltweit. Wundert es nicht, dass wir gerade im Thema Nachhaltigkeit doch dann innerhalb der Region agieren und nicht auch die größere Dimension auch angehen? Ich glaube, die Verbindung muss zu beiden Maßstabsebenen gelingen, also zum einen lokal, aber auch global, dass man vielleicht doch schaut, was ist der Beitrag Ingolstadts auch auf der globalen Maßstabsebene, obwohl das sicherlich
möglicherweise sehr klein ist in manchen Bereichen. Unser Footprint ist relativ groß mit den Autos, die wir produzieren. Und der zweite Punkt, der mir auch aufgefallen ist, ich glaube, der hängt eng damit zusammen, ist, dass die ökonomischen Bereiche oder der ökonomische Bereich im Moment noch nicht so abgebildet ist. So hatte ich es jetzt verstanden, dass eher der Schwerpunkt auf der sozialen und ökologischen Dimension liegt. Da glaube ich, da ist so der Punkt, welche Rolle spielt die Ökonomie gerade in Ingolstadt als Autostadt und Industriestandort und gleichzeitig eben die Fragen der Internationalisierung und globalen Dimension und deren Verknüpfung. Wenn ich das richtig gesehen habe, glaube ich, gab es da fehlende Werte und man konnte das noch nicht so richtig einschätzen in der Bestandsaufnahme. Soweit ich weiß, war es auch alles in einer sehr kurzen Zeit und trotzdem wurden so viele Maßnahmen schon gefunden. Und ich glaube, wir können uns voll gut auf das fokussieren, was wir jetzt gesammelt haben, um da den positiven Effekt rauszuholen, damit wir ja einfach das Beste geben, um da auch weiterzukommen. Ich verstehe aber Ihren Punkt natürlich. Es ist halt international gesehen, es ist natürlich auch, was ja die Meere und so weiter angeht, wir mit unseren Autos, natürlich ein ganz großer, wichtiger Punkt. Ja, und vor allem auch, sagen wir mal, wir haben jetzt da sehr viele Maßnahmen, 600. Wenn man eben jetzt schaut, was man steuern und managen kann, denke ich, ist auch so ein gewisser Fokus von innen nach außen. Also ich habe noch nicht erkannt, wofür jetzt tatsächlich die Nachhaltigkeitsstadt Ingolstadt steht oder stehen möchte. Und ich glaube, es ist jetzt total wichtig als nächsten Schritt, auch diese 600 Maßnahmen zu aggregieren, ja, und nicht jetzt wieder drei Silos aufzubauen, Sozial, Umwelt und Ökonomie, weil im Grunde spielt alles zusammen und ich würde mir jetzt hier tatsächlich erwarten, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen, jenseits der Maßnahmen, nochmal tatsächlich von innen heraus für die Stadt Ingolstadt unser Verständnis von Nachhaltigkeit entwickeln und uns nicht da leiten lassen, vielleicht von außen, was wir tun sollten, sonst wirklich unternehmerisch das Thema angehen und überlegen, wo sind die Stärken Ingolstadts und wo können wir wirklich einen Beitrag liefern. Es sind da zwei Punkte genannt worden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Und wenn man die ernst nimmt, dann kann man natürlich die Ökonomie nicht ausschließen, denn daran hängt es ja oft, dass man dann doch nicht diesen nachhaltigen Konsum oder die nachhaltige Produktion betreibt. Und ein Wort ist ja gefallen, das Thema Lieferketten, das passt da in beide Bereiche rein. Wir wissen, es gibt den grünen Punkt, ich weiß nicht, ob der in Ingolstadt so intensiv schon beworben wird oder also bekannt ist, da geht es um nachhaltigen Konsum und das Thema Lieferkette spielt natürlich bei einer Firma wie Audi eine wichtige Rolle, dass nicht Autos für 80.000 Euro verkauft werden, aber in dieser Lieferkette doch einige Schwachstellen drinnen sind, was die soziale Seite anbelangt. Die dürfen dann nicht an der Ökonomie hängen bleiben, bei dem Produkt, würde ich meinen. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Als Betriebswirt geht es dann natürlich um die Ökonomie und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, gerade in einer Stadt wie Ingolstadt, wo die Ökonomie einfach naturgemäß eine hohe Rolle spielt. Wenn wir tatsächlich Unternehmer überzeugen wollen und auch größere Konzerne, dann müssen wir anschlussfähig werden in dem Themenfeld Nachhaltigkeit. Es geht nur über Ökonomie und es geht am Ende des Tages auch nur darüber, dass sich die Geschäftsmodelle verändern müssen. Und ich glaube, das merken wir jetzt auch in der Pandemie, dass eben die Lieferketten teilweise unterbrochen wurden, dass das Konsumentenverhalten sich ändert. Das heißt, Ingolstadt wird ganz unabhängig, ob wir jetzt Nachhaltigkeit oder nicht Nachhaltigkeit nennen, in eine große Transformation kommen. Und wir müssen alle gemeinsam zusammenarbeiten, die neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln, sodass wir auch den Wohlstand in Zukunft, den wir ja in der Stadt haben, auch weiter haben können. Und ich glaube, gerade die junge Generation, ich freue mich, dass auch hier eine Studierendenvertreterin, so wie ich es sehe, sitzt oder ein Studentennetzwerk. Da würde mich auch einfach nochmal interessieren, was sind denn so die Vorstellungen von jungen Menschen für Ingolstadt? Ist es, dass man da 600 Maßnahmen hat oder ist es tatsächlich eine Vision, wie man hier in 20, 30, 20, 50 leben und gut wirtschaften kann? Also ich glaube, es ist für alle jungen Menschen, ich kann es natürlich nicht für alle sprechen, aber für mich persönlich und für die, die auch in Our Future sind, die Mitglieder, für uns ist es wichtig, dass wir in einer Wirtschaft leben, in der nachhaltiges Arbeiten möglich ist, im sozialen Bereich natürlich, also auch quasi gesehen über Mitarbeiter, dass wir ein New Work Lifestyle sozusagen haben, also dass man einfach gut arbeiten kann, aber genauso, dass die Arbeit, die man macht, sinnvoll und dann auch wieder nachhaltig ist, dass wir auch wieder das, was wir reingeben in die Arbeit, dass das auch irgendwo wieder rauskommt und wir niemanden anderen schaden müssen. Und ich glaube, diese
die Idee mit neuen Geschäftsmodellen ist ganz wichtig und sich da auch zu überlegen, geht es jetzt allein das Unternehmen, geht es jetzt nur darum, dass es dem Unternehmen gut geht oder kann das Unternehmen auch wirklich was dazu beitragen in der gesamten Gesellschaft? Und ich glaube, es ist eine Vision, die für uns junge Menschen ganz wichtig ist. Da ich Ingolstadt gut kenne, so lange als Gebürtiger, würde ich das voll unterstreichen. Und was mir immer aufgefallen ist, aber es ist nicht nur in Ingolstadt, dass wir oft so im Gegensatz denken. Ja? Einen Konflikt reinkonstruieren, entweder Nachhaltigkeit oder Profitabilität. Und wir kommen in der Betriebswirtschaftslehre immer mehr zur Erkenntnis, dass dieses alte Denken empirisch nicht zu untermauern ist. Ja, ganz im Gegenteil, seit circa 5 Jahren wissen wir in groß angelegten internationalen Studien, dass nachhaltige Unternehmen auch erfolgreicher sind. Deswegen würde ich auch mir wünschen, dass eben dieses ökonomische Denken stärker noch eben mit Ökologie und sozialen Fragen verbunden wird und nicht immer konfligierend diskutiert wird. Ja, das ist, glaube ich, dann auch eine Aufgabe der Stadtführung, des Stadtrates, hier zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen, jenseits der politischen Tagesaktualität und wirklich zu sagen, wir wollen eigentlich sozusagen positiven Impact in allen drei Dimensionen und sehen das eben nicht als Gegensatz. Ja, das meint ja auch nicht Nachhaltigkeit, Entschuldigung, wenn ich jetzt reingrätsche, es meint ja auch Nachhaltigkeit nicht, also es ist ja dieses Miteinander und trotzdem fand ich den Punkt von Herrn Holzner sehr wichtig, nochmal zu schauen, wo sind jetzt die Zielkonflikte innerhalb Ingolstadt, also wo sind eben die Konflikte zwischen Sozialem, Ökologie und der Wirtschaft, um die nochmal ja, zu identifizieren, zu charakterisieren und daran gezielt Maßnahmen abzuleiten. Aber denken Sie, sind das reale Konflikte oder konstruierte? Also wir können in unseren empirischen Studien nachweisen, dass sie nicht real sind. Da sind wir tatsächlich unterschiedlicher Meinung. Man kann die Welt im Grunde sehen als Konflikt. Ja, das haben wir jahrzehntelang gemacht, auch in der Wirtschaftsethik. Wir haben in Trade-off und Gefangenen-Dilemma argumentiert, aus der Knappheit heraus. Ganz kurz der Hinweis, Frau Lindau hat gerade gesagt, da sieht sie reale Konflikte. Vielleicht hören wir einfach kurz mal rein, was könnte denn so ein realer Konflikt sein, den Sie so vielleicht schon gesehen haben? Ich wollte jetzt gerade das erklären. Aber Entschuldigung. Ja, wenn Sie meinen. Also ich sehe schon, dass wenn Wirtschaftsfragen diskutiert werden und Ressourcenfragen diskutiert werden, dass das natürlich Einfluss auf die anderen Dimensionen hat, allein Ökologie, planetare Grenzen, Klimaveränderung, die großen Probleme. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren, dass dann die Wirtschaft total neutral in dem Beziehung ist oder einen Beitrag leisten kann, keine Frage. Sagen, die Wirtschaft aber ist nicht neutral, sondern sie ist positiv. Also wir reden ja jetzt über ganz neue betriebswirtschaftliche Modelle. Ja. Ich hoffe, dass Sie auch hier an Ihrer Hochschule lehren, wo es wirklich um Positive Impact geht. Also ein Unternehmen, und das ist ganz wichtig, das sagen auch die großen internationalen Vordenker, Ed Freeman, ist ein Unternehmen, letztendlich ist der Treiber der gesellschaftlichen Innovation, der sozialen Innovation und hat per se eigentlich einen positiven Beitrag. Ja? Und ich glaube, dass wir das Unternehmertum tatsächlich aktivieren können und müssen, gerade in einer unternehmerischen Stadt wie Ingolstadt, um einen positiven Beitrag zu liefern. Und dieses ständige Fokussieren auf Zielkonflikte generiert natürlich erst die Konflikte. Und ich würde da tatsächlich plädieren, dass wir uns mal darauf konzentrieren, wo Ingolstadt diesen positiven Impact hinbekommt, weil dann kriegen wir auch tatsächlich die ganzen Kräfte hinter uns. Ansonsten werden wir halt weiter die Konflikte ausdiskutieren. Und das hat uns aber auch schon die letzten 10 Jahre oder 100 Jahre nicht so viel gebracht. Dann ist da es eine ja, starke Meinung. Tut dann mir ist leid. Es ja total positiv, dass wir Gründerzentren auch haben hier. Super, in Ingolstadt genau richtig, und, dass wir da auch wirklich rein investieren könnten als Stadt, um dann auch, ja, und auch gerade in der Hochschule bei uns geht es auch viel um Entrepreneurship und dass man da auch den Nachhaltigkeitsaspekt mit reinbringt, dass auch die Unternehmer, die jetzt angehend werden, auch das immer wieder gleich mit einbedenken. Genau, also die junge Generation zieht diese Zielkonflikte eben nicht, sondern fragt sich, wo kann ich unternehmerisch aktiv werden für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen und an der Stelle tatsächlich auch damit Profite generieren. Ja? Und das ist die Zukunft, weil wir sehen jetzt mit den Modellen der EU oder auch die hunderte Milliarden, Billionen, die notwendig sind, um den Klimawandel zu begegnen, das sind alles unternehmerische Chancen. Und nur weil wir in der Vergangenheit das in der Betriebswirtschaftslehre oft als Konflikt und eindimensional gesehen haben, hindert uns jetzt nicht daran, das in einem neuen Mindset voranzutreiben. Und ich sehe da eine Riesenchance in diesem Nachhaltigkeitsprozess in Ingolstadt, das Unternehmertum für die sozialen, ökologischen Agenten zu motivieren. Ja, aber die jungen Leute sind dabei. Aber müssten dann nicht die Unternehmen oder die Anbieter dafür sorgen, dass diejenigen Leute, die nachhaltigen Konsum betreiben wollen, die einkaufen wollen, eine Information bekommen bei den Produkten? Da mangelt es doch in vielen Fällen, dass eben nicht ein Label drauf ist, wie wird es erzeugt? Ist es tatsächlich nachhaltig erzeugt?
Und das Zweite, lässt man den Konsumenten dann, wenn wir wirklich das Label haben, lässt man den alleine dann, kann er wieder aber auswählen zwischen den Produkten, die nicht nachhaltig erzeugt sind, die aber kostengünstig oder preislich billig angeboten werden und denen, die teurer produziert werden. Oder muss das Unternehmen nicht darauf achten, dass sie letztendlich nur in Anführungszeichen nachhaltig erzeugte Produkte auf den Markt bringt. Das ist jetzt auch wieder ein Trade-off. Also Sie gehen davon aus, dass ein nachhaltiges Produkt immer unbedingt teurer sein muss. Das hängt von der Betrachtung ab. Wenn man die tatsächlichen Kosten und auch dann zum Beispiel die Haltbarkeit von Produkten mit berücksichtigt, dann gibt es sehr viele Beispiele, wo man mit nachhaltigen Produkten eine höhere Qualität zu einem gleichen oder günstigeren Preis bekommt. Und ich glaube, dass am Ende natürlich der Konsument gefordert ist, aber wenn der Unternehmer die entsprechenden Angebote macht, und das ist überall mittlerweile auch in anderen Regionen der Fall, unverpackt Kaufläden, ja, wo man unverpackt einkaufen kann. Es wird angenommen. Ich sehe da tatsächlich eher die Herausforderung, jetzt die Unternehmer mitzunehmen. Wunderbar. Vielen Dank für die erste lebendige Diskussion. Jetzt möchte ich der zweiten Expertinnen und Expertengruppe die Möglichkeit geben, vielleicht ist bei Ihnen eine Nachfrage entstanden zu dem, was hier diskutiert wurde. Wenn da vielleicht was kribbelt, ein Bedürfnis ist, was genauer zu verstehen oder auch vielleicht eine provokante Rückfrage zu stellen, vielleicht einmal kurz hier ans Podest zu kommen und die Frage zu stellen. Oder auch kann auch eine These sein, aber möglichst knapp. Sie haben ja gleich nochmal die Möglichkeit, ausführlicher zu sprechen. Ich hätte eine Frage an Herrn Schmidt-Peter. Die Zielkonflikte, die angesprochen wurden, ich erlebe, dass die Wirtschaft sehr stark auf Effizienz ausgerichtet ist und weniger das Thema Effektivität. Wie bekommen wir den Wandel hin, weg von der Effizienzgedanken, Maximierung des Gewinns hin zu einer stabilen Unternehmensstruktur? Also selbst die großen CEOs der amerikanischen Unternehmen haben eigentlich den untrennbaren Link zwischen Purpose und Profit definiert. Das heißt, Unternehmen müssen sich vom Zweck her definieren in Zukunft, auch um Gewinne überhaupt machen zu können und die eigenen Grundlagen zu schaffen. Und dann entspricht natürlich das impactorientierte Denken. Das heißt, welche Märkte werden wir als Ingolstädter in Zukunft überhaupt haben? Und die können wir schon ganz klar definieren, weil 2050 müssen wir CO2-neutral sein. Wenn wir es nicht schaffen, wird der Klimawandel so große Effekte auf uns haben, dass wir tatsächlich über ganz andere, auch politische Modelle sprechen müssen. Das heißt, Unternehmen können im Szenarien schon sehr genau wissen, was sind die Märkte der Zukunft, Mobilität, Energie, Finance und können daraus ableiten, was muss ich heute machen, um im Grunde effektiv die Märkte der Zukunft zu besetzen. Weil die Märkte von heute sind im Grunde entweder schon besetzt oder sind am absteigenden Ast. Ja. Und das ist gerade im Mobilitätsbereich eine große Herausforderung. Und ich weiß auch in den Gesprächen mit den großen Autoherstellern, dass jetzt so gedacht wird. Ja. Und man denkt tatsächlich um und sagt, ist man überhaupt ein Autohersteller oder ist man Mobilitätsanbieter? Was sind denn überhaupt die Märkte der Zukunft? Und das ist, glaube ich, schon eine große Veränderung, auch in der Betriebswirtschaftslehre, wo ja oft noch steht, Ziel eines Unternehmens ist die Gewinnmaximierung. Das ist, glaube ich, schlichtweg falsch. Und ich weiß, dass das teilweise noch gelehrt wird, aber ich wehre mich auch dagegen, weil ich sage, Ziel eines Unternehmens ist, einen positiven gesellschaftlichen Impact zu generieren, mit der natürlich Nebenbedingung, dass man das Ganze effizient und profitabel macht. Und das ist aber tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Und da können wir in Ingolstadt meines Erachtens mit den Unternehmern, aber auch mit der Stadt und den jungen Menschen durchaus Vorreiter sein und weltweiten Impuls setzen. Aber es ist doch sicher ein Beitrag auch, jetzt sage ich mal, der Rahmenbedingungen, diesen Prozess zu forcieren. Und das ist ja gerade eine Diskussion. Wir kriegen es ja, wenn CO2 sozusagen zum Nulltarif zu emittieren ist, dann ist der Druck, in die Richtung zu gehen, geringer, als wenn CO2 einen Preis bekommt, 50, 100 Euro und so weiter. Also es wäre schon hilfreich, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und deswegen gibt es ja den New Green Deal in die Richtung. Sonst wäre das ja alles von selbst laufen. Und genau. Aber so clevere Unternehmer sehen diese Prozesse schon vorab. Zum Beispiel sind dann die Pioniere, die fangen dann Pioniergewinn ein. Genau. Aber ich meine, in der breiten Masse braucht schon der Markt entsprechende Leitplanken, um in die richtige Richtung zu gehen. Als Schanzer habe ich den Anspruch, dass wir hier in Ingolstadt Pionier sind. Ja, dann ist es ja gut. Ja. Ich möchte nochmal den Raum öffnen. Vielleicht gibt es eine zweite Nachfrage aus der zweiten Expertinnen-Expertengruppe oder These, Kommentar an der Stelle. Da kommt jetzt gerade erstmal nichts. Dann
kann die Diskussion auch an dem Punkt genau weitergehen. Die aber Frage von Rahmenbedingungen. Darf ich noch mal danach fragen? Also, ihr wollt in Gottes Ohr. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, aber es haben die besten und die erfolgreichsten Unternehmen in der Vergangenheit gezeigt, dass sie durchaus auch daneben liegen können. Genau. Und diese Sorge muss man haben. Mhm. Und deswegen meine ich, sonst wäre die Politik sozusagen fein außen vorgelassen. Mhm. Deswegen meine ich, es ist schon eine große Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass dieser Prozess entsprechend forciert wird. Oder mit anderen Worten, dass diejenigen Produkte, die nicht die Gesamtheit der Kosten umfassen, vielleicht auf dem Markt gar nicht mehr angeboten werden können. Ich gebe vollkommen recht, ich muss da kurz noch vielleicht sagen, Politik ist ein wichtiger Player, aber auch die jungen Mitarbeiter und Arbeitnehmerinnen, die sich ja auch ganz bewusst jetzt immer mehr für nachhaltige Unternehmen entscheiden. Gleichzeitig die Investoren, die, wie ich gesagt habe, erkannt haben, dass das Alpha, also die risikoadjustierte Rendite von Unternehmen, die nachhaltig sind, besser sind als von nichthaltigen. Also es wird ein großer Druck jetzt auch von der Finanzbranche kommen. Plus eben aber auch von den Versicherungen. Wir machen gerade ein Rechtsgutachten über Klimarisiken und die Versicherungen sagen, in Zukunft werden sie ganz genau auf die Geschäftsmodelle schauen, der Unternehmen, die sie versichern, damit sie eben nicht als Versicherung die Risiken des Klimawandels mittragen müssen. Das heißt, da gibt es durchaus viele Player, die in die gleiche Richtung gehen. Und natürlich hat die Politik eine wichtige Rolle, dann diesen neuen Standard auch im Grunde in die Rahmenbedingungen zu bringen. Aber es war auch in der Geschichte immer so, dass am Ende die Unternehmer tatsächlich die Innovationen hervorgebracht haben. Und ich glaube, eine Aufgabe der Politik ist es tatsächlich, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir Unternehmer hier im Land haben, in Ingolstadt, die sozusagen in Freiheit wirken können und dann aber natürlich auch die Risiken ihres Handelns tragen. Und wenn ein Unternehmer falsche Entscheidungen macht, dann sind es falsche Entscheidungen, dann verschwindet er vom Markt. Das ist nun mal so. Das ist gut gelebtes Unternehmertum. Danke. Ich würde noch mal, Frau Lindau, gibt es bei Ihnen gerade so einen Impuls einzusteigen, vielleicht auch noch mal mit einem Punkt, der sonst gekommen ist? Ja, also ich stimme da total zu. Wir brauchen Innovationen, andere Modelle, ein Umdenken, eine wirkliche Transformation. Das sehe ich auch so. Ich würde noch mal von der Nachhaltigkeitsagenda noch einen anderen Punkt gerne einbringen wollen in die Diskussion. Noch mal die etwas weicheren Faktoren. Es wird ja jetzt versucht, immer durch Indikatoren die Dinge messbar zu machen, was ja auch wichtig ist. Und wir beschäftigen uns auch in Eichstätt ganz stark mit diesen Fragen, wie kann man bestimmte Prozesse messbar machen, kommen da aber auch manchmal an Grenzen, weil eben manches nicht so messbar ist. Also wie kann man in diesem Nachhaltigkeitsprozess in Ingolstadt, der wirklich bewundernswert schon ist, im Vergleich auch zu anderen Kommunen und Städten, wie könnte man den weiter voranschreiten lassen, ohne immer zu stark auf die Messbarkeit schauen zu müssen? Klar muss man irgendwie berichtsfähig sein, haben wir Fortschritte oder Nachteile? Also das würde ich nochmal in die Runde bringen wollen. Wie geht man mit den weicheren Bereichen um? Also umso wichtiger ist Storytelling. Also da sind jetzt auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu gekommen, dass man eben gerade die Transformation nicht immer nur über Ziele und Messgrößen steuern kann, weil man ja nicht weiß, was die Zukunft bringt. Aber umso wichtiger ist, dass wir sauber in der Formulierung der Geschichte werden. Ja? Und es macht nur Sinn, die Geschichte so zu schreiben, dass Unternehmer einen Lösungsbeitrag liefern, wenn wir das denn wollen. Und deswegen eben auch das Gegensatzdenken zu überwinden, macht extrem Sinn, damit wir eine neue Geschichte des Kapitalismus schreiben können. Also das heißt, es geht nicht darum, jetzt sozusagen alles mit dem Bade auszuschütten, sondern sozusagen an die Kräfte in der Marktwirtschaft, die wir ja nun mal haben, zu nutzen, um eine neue Geschichte, eine neue Vision für alle Bereiche der Gesellschaft zu schreiben. Und so sehe ich eigentlich auch einen Nachhaltigkeitsprozess, dass jeder sich einbringt und wir hoffentlich eine gemeinsame Geschichte für Ingolstadt hinbekommen. Ja. Kurze Punkte noch dazu. Ich wollte jetzt noch fragen, wie kann man die Teilhabe denn erhöhen? Also ich habe so schöne Übergangsfrage, dass doch sehr wenige beteiligt sind. Mhm. Ja, das ist normal. Also da glaube ich, das kennt jeder, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Aber gerade wenn so von alle sollen teilhaben und gestalten können, wie bekommt man das hin? Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Also ganz kurz, da haben wir jetzt einen wunderbaren Cliffhanger. Ich bitte Sie, einmal abzugehen, links rum gerne, und da kann die zweiten Expertinnen ihren Platz einnehmen. Vielen Dank, es war sehr interessant.
dass ich falsch sitze. So. Ja, Sie haben jetzt schon eine erste lebendige Runde miterlebt. Knüpfen Sie gerne an der Frage der Teilhabe an. Wenn Ihnen aber was anderes unter den Nägeln brennt, ist das jetzt auch Ihre Möglichkeit, auch nochmal generell auf die Erkenntnisse und Ihre Erfahrungen einzugehen, die Sie haben. Ich würde gerne an der, Thema der Teilhabe anknüpfen, denn mir scheint auch, wir haben da ein Problem, was natürlich auch durch Corona im Moment nochmal wieder verstärkt wird. Wir haben eben eine ganze Reihe von Gruppen auch in unserer Gesellschaft, die eben nicht in der Weise an diesem Transformationsprozess teilnehmen können, auch weil sie zum Teil auch die Voraussetzungen dafür nicht haben, bildungsmäßig oder auch von ihrer persönlichen Lebenssituation. Und ich glaube, dass da hier große Herausforderungen für uns sind, die wir auch in Corona umso mehr spüren. Ich nenne mal einmal eine Gruppe, einfach die jüngere Generation. Auch wenn wir jetzt nicht nur an die Gymnasiasten und die Innovatoren der TU München, die mit tollen Projekten weltweit Preise abräumen, denken, sondern wenn wir gerade vielleicht auch einmal an die Jugendlichen denken mit Migrationshintergrund oder die Jugendlichen, die vielleicht eine Lehre nicht abschließen konnten und so weiter. Was passiert eigentlich mit diesen Gruppen? Und die werden natürlich jetzt durch Corona auch ein Stück weit nochmal wieder weiter marginalisiert. Wir erleben hier, also aus meiner Sicht auch nicht keine ganz ungefährliche Tendenz, dass das Ding auch auseinandergeht, dass vielleicht junge Leute sich auch abkoppeln aus dem, was wir gesamtgesellschaftlich wollen und sagen, ich spiele da nicht mehr mit, weil ich da nicht mehr vorkomme. Das heißt also, die große und aus meiner Sicht die soziale Marktwirtschaft, auch gerade mit ihrem System der dualen Ausbildung, ein System, was es immer geschafft hat, auch junge Menschen, die vielleicht jetzt nicht ein Hochschulstudium absolvieren, zu integrieren. Aber wie können wir das im 21. Jahrhundert noch sicherstellen? Wie können wir sicherstellen, dass wir Menschen auch mit reinholen? Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese Form der Berufsausbildung und auch der Kommunikation zum Beispiel zwischen Schule und Wirtschaft verstärken, dass wir hier stärker diejenigen, die noch am Rande stehen, ein Stück weit mit reinholen. Vielleicht können wir auch mal so ein Stück weit anhand von konkreten Problemen, die sich hier für uns stellen in unserer Gesellschaft, die aus meiner Sicht eben auch Nachhaltigkeitsprobleme sind, zu diskutieren. Gern konkret, ist immer gut. Ich denke, wir müssen uns, wenn wir jetzt hier wenige Minuten haben, entscheiden, ob wir über den Nachhaltigkeitsprozess in Ingolstadt sprechen oder ob wir die gesamtgesellschaftlichen Bewegungen diskutieren wollen, eben das Auseinanderdriften, das zwingende Gebot, dass wir mehr Bürgerbeteiligung brauchen und so weiter. Ich würde das dem Beitrag von der Frau Lindau, dass wir über Teilhabe sprechen müssen, sehr gerne auf den Nachhaltigkeitsprozess beziehen. Ich habe in den Workshops gestern, die wirklich von ausgezeichneter Qualität waren, da waren so viele tolle Beiträge, gemerkt, einmal bei dem Spiel, das Ikondo uns angeboten und entwickelt hat, wo relativ viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren, dass ein ganz großes Interesse der Jungen dran ist, die Zusammenhänge zu kennen, den Nachhaltigkeitsprozess in Ingolstadt kennenzulernen und dass die, naja, so jung waren die nicht mehr, vielleicht 25, 30 Studierende, unglaublich viel eigenes Wissen mitbringen und in den Prozess einbringen könnten aus dem eigenen Alltag. Also die Entscheidung, die wir jetzt mit diesen 600 Maßnahmen haben, die von der LED-Lampe bis zu Wasser und wie organisiere ich Prozesse, wie verändere ich Verwaltungsroutinen. Also es geht ja bei der Nachhaltigkeit darum, Routinen zu verändern. Und die waren unglaublich versiert, aus ihrem eigenen Alltag nachhaltiger zu leben. Also die Teilhabe zu verstärken, das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und ich denke, das ist ja auch ab Sommer der Prozess, dass wir jetzt endlich, möchte ich jetzt sagen, also ich bin halt Schnittstelle von Verwaltung zur Bürgerschaft, dass wir endlich die vielen Initiativen, die sind, die hochkompetent sind, also so kompetent wie Herr Schmidt-Peter in seinem Job als Betriebswirtschaftler sind, die in dem, was sie tun, und dass wir die Schnittstelle öffnen und diese hohe Kompetenz aus der Bürgerschaft in Ingolstadt mit reinbringen. Und die haben das Prinzip global denken, lokal handeln. Also das wäre ein ganz wichtiges Feld. Teilhabe. Also vielen Dank, Frau Lindau, dass Sie das
gebracht haben. Das ist sehr wichtig. Aber Frau Bürgermeisterin, darf ich da gleich nachfragen? Mhm. Erreichen wir denn wirklich alle? Sind es nicht dann doch wieder die Studierenden, mit denen wir natürlich zu tun haben, die aber natürlich eine gewisse Elite ist unserer Gesellschaft? Nicht? Und fallen nicht bestimmte Teile, gerade der jungen Menschen, auch aus diesem Diskurs heraus, die wir an der Stelle dann schon gar nicht mehr erreichen können? Herr Büchtel setzt die ganze Zeit an. Ich habe kein Problem, ich komme genug zum Reden. Das muss nicht unbedingt heute sein, ich gehe auch davon aus, und das kann die Runde gar nicht leisten, dass wir heute abschließend Dinge diskutieren, wie es weitergehen kann. Ich möchte gern nochmal auf den Prozess insgesamt eingehen. Mhm. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir von einem Marathon reden, nicht von einem Sprint. Wir reden über eine Vision 2050. Was jetzt gemacht worden ist, finde ich hervorragend, dass Aikondo auf der Basis der 17 Sustainable Development Goals mehr oder weniger so als Leitlinie eine Istaufnahme in der Stadt gemacht hat. Nach vorne weg bin ich der Meinung, sollten wir uns nicht an den 17 Sustainable Development Goals orientieren, sondern wir sollten uns an dem Zielfoto der Stadt Ingolstadt orientieren, wie wir unsere Stadt im Jahr 2015 sehen wollen. Und da würde ich einen Ansatz machen, wir hätten doch gar nichts, außer unserer Stadt, unserer Leute, unserer Unternehmen und könnten alles nochmal frei entscheiden. Wie würde denn, wenn man es ganz neu richten könnte, wie würde denn unsere Stadt, unsere Idealstadt aussehen, indem wir die Lebensgrundlagen für alle gesichert haben, indem wir eine stabile Wirtschaft haben, stabile Unternehmen haben und in dem ein würdevolles Leben für alle gewährleistet ist. Und mit allen meine ich wirklich alle, und schon angesprochen worden, wie heterogen Ingolstadt zwischenzeitlich allein von der Bevölkerung ist, von den Unternehmen ist. Und ich sehe, was die Nachhaltigkeit generell betrifft, ich rede immer über vier Stakeholder. Das ist die Politik und die Verwaltung, die war jetzt hier bisher sehr stark involviert und aktiv. Dann sind es die Unternehmen, die Wirtschaft, und es sind die Bürger, und der vierte Stakeholder ist die Wissenschaft. Die drei ersten Stakeholder sind nicht interessensfrei, und das ist ganz natürlich. Das heißt, Unternehmen untereinander haben nicht die gleichen Interessen. 130.000 Einwohner in Ingolstadt haben nicht die gleichen Interessen. Die Wissenschaft ist eigentlich der einzige Bereich, darum sage ich immer, Wissenschaft war noch nie so wichtig wie heute, um solche ganz neuen Prozesse anzustoßen, weil die sollten eigentlich der einzige interessensfreie Bereich sein und nur ein Interesse vertreten, nämlich das Gemeinwohlinteresse, auch den nächsten Generationen noch eine vernünftige Zukunft zu geben. Und da müssen wir auch ehrlich miteinander umgehen. Nicht jeder von uns, der hier sitzt, würde das gleiche Zielfoto nach vorne für sich, für Ingolstadt definieren, weil jeder ganz bestimmte eigene Interessen hat, die er gerne erfüllt haben möchte. Das Gleiche gilt Unternehmen, dann Unternehmen und Bürger. Wir haben das vorher schon angesprochen worden. Ist es ein Konflikt, dass Unternehmen Geld verdienen wollen und nachhaltig sein, oder läuft es zusammen? Die Unternehmen sind überhaupt noch nicht involviert worden, noch nicht mal in den Ist-Aufnahmeprozess. Und deshalb, ich mal ein Bild an die Wand, weil hier so schöne Bilder hängen. Wenn ich mir vorstelle, wie ein Künstler macht ein Mosaik, und das ist so groß wie da drüben, das ist die Stadt 2050, die aus Tausenden von Mosaiksteinen besteht, dann würde ich nicht anfangen, und da sehe ich die Gefahr momentan ein bisschen, Steine zu nehmen und da einen hinzukleben, dort einen hinzukleben und sehen, was dann rauskommt, sondern würde ich erstmal mit Bleistift das Bild aufzeichnen und dann die Mosaiksteine nach und nach gezielt dort hinsetzen, wo sie hin müssen. Und da können wir auch überhaupt nicht mehr trennen, und das ist der große Fehler der Vergangenheit. Ich bin jetzt 40 Jahre, sagen wir, innovativ und kreativ im Umweltschutz unterwegs gewesen. Und da haben wir viel gut gemacht, wir haben vieles falsch gemacht. Und zwar der größte Fehler, den wir gemacht haben, wir haben nicht integral gedacht. Wir haben irgendwo ein Thema angepackt, eine Lösung gefunden, dann waren wir happy, dass wir dabei nebenbei wieder ein neues Problem geschaffen haben. Das hat uns nachher eingeholt. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und wir müssen jetzt eine Vorgehensweise machen, und da ist der René Schmidt-Peter, habe ich rausgehört, auch der gleichen Meinung, wir müssen vom Großen ins Kleine gehen. Wir müssen jetzt in Ingolstadt den großen Wurf erst machen, und der sollte uns beschäftigen. Und da sollten so viele wie möglich integriert werden in diesen Prozess, das Mosaikbild mit Bleistift an die Wand zu malen und sagen, wenn wir das erreicht haben, dann ist die Welt in Ordnung, da schaut jeder nach Ingolstadt und sagt,
Das ist die nachhaltige Stadt, wo ich gerne leben möchte. Und das ist die nächste große Herausforderung, die wir machen müssen. Und ich würde davor warnen, zu schnell 500 Ziele zu definieren und dann jedes Jahr abzuzählen. Jetzt haben wir wieder 20 gemacht. Dann haben wir die gleiche Vorgehensweise, die in der Vergangenheit nicht zu dem geführt hat, wo wir eigentlich hin müssen. Darf ich, Herr Holzer, erlauben Sie, dass ich... ja, gerne. Ich möchte da, weil ich mit dem Herrn Büchel eine ähnliche Generation bin. Wir kommen beide aus der Zeit Jude statt Plastik. Sie haben ein Unternehmen draus gemacht. Ich bin in der Politik irgendwie über diese Nachhaltigkeits-Ökologie-Bewegung in die Bürgermeisterei gekommen. Das heißt, wir waren beide auch schon mal, wir haben sogar schon mal zusammengearbeitet. Sie haben Ihr Recycling-Unternehmen aufgebaut. Ich habe als Studentin dort Müll getrennt, zumindest für ein paar Tage, und hatte dann, glaube ich, erstmal so einen Kulturschock, was alles weggeworfen wird. Also wir begleiten das beide schon sehr lange. Der Unterschied zu damals ist, dass wir heute über echte Megatrends sprechen. Das heißt, die Ökologie ist ein Trend in der Wirtschaft. Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht wirklich auch leben oder als Produkt verkaufen, sind eigentlich abgehängt. Also die, die vorangehen, die in den Trends, von den Trends auch profitieren, das sind doch die, die ökologisch arbeiten, die die Kreislaufwirtschaft denken, die auf Share-Economy setzen. Ich nenne aus dem sozialen Wohnungsbau ein Projekt, was im Nordwesten von Ingolstadt jetzt baut, das wird die nächsten 20, 30 Jahre drinstehen. Was machen die? Um Stellplätze zu sparen, ich fange jetzt mal negativ an, bieten die Mobilitätskonzepte an. Du kannst dir das Lastenfahrrad ausleihen, du kannst dir ein Auto ausleihen. Es gibt weniger Stellplätze und ganz viele nachhaltige Mobilitätsangebote. Und es rechnet sich für den sozialen, öffentlich geförderten Wohnungsbau, weil wir als Stadt sagen, wir erkennen das an und sie können auf Stellplätze verzichten. Das heißt, nachhaltig, ökologisch holt die Leute ab, nämlich die, die das Lastenfahrrad bisher immer nicht unterstellen können im öffentlichen Wohnungsbau. Und sie profitieren auch davon, indem es wirtschaftlich ausbalanciert wird. Und das sind doch die Chancen, die auch in unserer Nachhaltigkeitsagenda liegen, dass wir in solchen konkreten Fällen konkret vor Ort Entscheidungen treffen, aber global denken. Wir wissen, Ökologie ist ein Trend, Geschlechtergleichheit ist ein Trend, um jetzt mal was Soziales zu bringen. Bildung ist ein Trend. Das sind die großen Trends, auf die wir drauf müssen. Vielen Dank für das konkrete Beispiel. Ich würde gerne Ihren Impuls aufnehmen, nämlich das große Bild. Das bringt uns nochmal hervorragend zurück zum Nachhaltigkeitsprozess. Was ist denn das große Bild? Wie kann es denn gezeigt werden? Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf den Agenda-Prozess bzw. die Bestandsaufnahme. Wir haben so viele Maßnahmen gesammelt und als wir mit den Betroffenen gesprochen haben, hat jeder nicht gewusst, was macht der Kollege. Und die Zusammenhänge waren nicht klar, die Ziele waren nicht klar. Und aus dem Grund gab es auch zu diesem Zeitpunkt gewissen Widerstand. Was machen wir da? Warum füllen wir jetzt wieder Listen? Aber was in diesem Prozess passiert ist, dass wir die Diskussion geführt haben miteinander, wie hängen die Dinge zusammen. Und wir sind zusammengekommen und wir haben den Zielrahmen der SDGs. Und für mich ist das ein genialer Zielrahmen, den die UN geschaffen hat, den wir nutzen können als Denkrahmen für unser Handeln. Und damit haben wir eine Ausrichtung. Wir haben 17 Ziele, die man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auf den Kontext der Stadt interpretieren muss. Aber damit ergibt sich ein Zielrahmen. Und mit diesem Zielrahmen können wir dann Maßnahmen definieren und haben dann auch ein Bewertungssystem. Mit welcher Maßnahme kommen wir effizienter voran? Und wo müssen wir gegebenenfalls auch uns verändern, um in Summe die größte Wirkung zu erzeugen? Und ich glaube, der Prozess, den wir im letzten Jahr begonnen haben, hat genau das in Bewegung gesetzt und wir sind von einem Schieben in ein Ziehen gekommen. Mir hat es unheimlich viel Freude gemacht, die Workshops in den letzten Wochen, es waren alles freiwillige Beteiligte, die sich darum bemüht haben, dabei zu sein, um mit an der Gesamtidee arbeiten zu können. Uns helfen aber, ich will da nicht widersprechen, Herr Holzner. Knapp. Aber Sie haben vorher gesagt, ich war zu spät dran. Ja, genau. Trotzdem bleibe ich dabei. Die Zielsetzung kann nicht sein, dass wir jetzt
Ziel für Ziel schauen, wo sind wir in Ingolstadt, in diesem Ziel sind wir 80%, 70%, ist gar nicht möglich, weil die Ziele, und das hat Herr Holzer mit seinem Planspiel sehr gut rausgearbeitet, alle so ineinander greifen. Und dann würde ich mich nie von der UNO, das ist mit das Beste, was weltweit überhaupt, da sind wir uns einig, entstanden ist, dass sich die ganze Welt geeinigt hat, auf diese Ziele zu definieren. Nur die Stadt Ingolstadt, von der, da würde ich mich von der UNO, ich sage es übertrieben, nicht vergewaltigen lassen. Das sind alles Tools. Wir müssen Ingolstadt definieren. Wir wissen, wie nachhaltige Stadt ausschaut. Und da, wo wir es noch nicht wissen, müssen wir darum kämpfen. Und zwar mit allen Beteiligten. Das ist unsere Stadt. Und Schumpeter waren, wenn wir heute schon über Wirtschaftswissenschaftler reden, hat einmal gesagt, die Wirtschaft ist eine Folge von Innovation und Imitation. Und wir sollten nicht Imitatoren sein. Darum habe ich am Freitag schon gesagt, streben wir doch die Nachhaltigkeitsstadt Ingolstadt an und entwickeln wir neue Methoden, wie wir diese Herausforderung, diesen Megatrend, da bin ich voll bei Ihnen, Frau Kleine, wie wir diesen Megatrend bestmöglich nutzen, um die Stadt Ingolstadt lebenswerter zu machen, als sie heute ist, nachhaltig zu machen. Und Sie werden sehen, da müssen wir uns von den Einzelzielen und von den Maßnahmen erstmal komplett entfernen und uns auf das Ziel, wie schaut die Stadt in allen Bereichen aus, sozial, ja, ökologisch. André holt schon Luft. Bei Ihnen und ich bin auch ganz bei der Bedeutung dieses Prozesses und ich finde, ich war selbst ja auch zum Teil dabei und es ist wunderbar, was da passiert ist, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich denke, wir müssen auch eine große Herausforderung sehen, die, also wir sollten in die Zukunft gucken, aber wir sollten auch nicht ganz die Vergangenheit vergessen. Nicht? Wir haben hier in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren, seit Jahrzehnten, seit dem Zweiten Weltkrieg, eine funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft aufgebaut. Und wir sehen das gerade auch im Vergleich mit anderen Ländern international. Nicht? Und gleichzeitig spüren wir die Herausforderungen, aber die in anderen Ländern noch gravierender deutlich sind, ganz genau. Denken Sie an die USA. Wir erleben jetzt den amerikanischen Wahlkampf. Es gibt wachsende Gruppen in der Gesellschaft, die an diesem Spiel nicht mehr teilnehmen. Und die dann fundamentalistische Politiker wählen, die sozusagen das ganze System, und da geht sozusagen der ganze Nachhaltigkeitsdiskurs gleich mit den Bach herunter. Und wir haben wachsende Gruppen auch in Europa, die an diesem Spiel nicht mehr teilnehmen. Das heißt also, diese große Stärke der Bundesrepublik, der sozialen Marktwirtschaft, nämlich der sozialen Integration, ja, nämlich im Grunde Menschen auch mitzunehmen, die vielleicht keine Hochschulausbildung haben und kein, und nicht den ganzen Tag über die Frage nachdenken, wie sieht Ingolstadt im Jahr 2050 aus, die mitzunehmen, denen Lebenschancen zu geben und denen natürlich auch entsprechend Bildungsmöglichkeiten mitzugeben. Wir haben das geleistet in der Vergangenheit mit Lehren, duale Ausbildungssystem, aber das Ganze ist in Gefahr. Ja, das ist bedroht durch eine Überalterung dieses ganzen Bereichs, durch auch wachsende Akzeptanzprobleme. Und deshalb ist für mich dieses Ziel 10, weniger Ungleichheiten, glaube ich, ein ganz zentrales Problem, dass wir dürfen nicht nur, wir müssen auch über sozusagen packungslose Läden und so weiter sprechen. Wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, wie können wir dieses Prinzip soziale Integration, dem die soziale Marktwirtschaft in Deutschland ihren Erfolg verbietet, die daran auch festhalten und das weiterentwickeln. Aber darf ich Sie da unterstützen, dieses duale Bildungssystem, was wir haben, wenn ich das jetzt nehme als ein Erfolgsmodell von Ingolstadt und ich habe die letzten 20 Jahre international in beruflichen Bildungsprojekten gearbeitet, das gilt immer noch als Erfolgsmodell. Ja. Da beneiden uns wirklich viele. Das ist das eine. Wenn ich das andere nehme, nämlich die Herausforderung der Migration und der Integration, die wir haben, dann passt doch gerade das wunderbar zusammen. Also dieses duale Bildungssystem zusammenzutun, mit welchen, die mit weniger Qualifizierung hier nach Deutschland kommen. Ja. Aber jetzt wäre dann das Nachhaltige eben für alle Bildung zu ermöglichen, da zu wissen, wo muss ich denn hinfassen und das verändern. Zum Beispiel die Anforderungen der Berufsschule für junge Migrantinnen und Migranten. Es ist ein Desaster, weil der Anlagenmechaniker ist super in der Praxis, aber er kann einfach die Doppelhalbmutter-Schraubenlitze, dafür gibt es kein Wort in Albanisch oder in Bulgarisch. Ja. Und da ist es ganz toll, wenn wir diese Prozesse anschauen, sagen, wir haben dieses Ziel und genau dahin fassen. Also da bin ich ganz bei Ihnen, dass da diese große Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, also das ist ja eigentlich, wir dürfen Aufmerksamkeit üben und auf die kleinen Dinge schauen. Wir dürfen in diesem Projekt uns einen Tag
nur mit Nachhaltigkeit beschäftigen, mit einem Spiel, mit einer Diskussion. Also das waren wirklich tolle Impulse. Und da kam zum Beispiel dieses, sagt, ja, aber dann habe ich in einem Arbeitsplatz den jungen Mann, dann muss er zur Berufsschule und er versteht es einfach nicht, weil es einfach in seiner Muttersprache kein Wort dafür gibt. Wir müssen das Berufsbildungssystem weiterentwickeln. Und, also das ist eine riesen Ressource. Ja, ein anderer Aspekt ist, dass junge Männer, Menschen, die zu uns kommen und hier einen Beruf erlernen sollen und wo wir uns erhoffen, dass sie sich in das duale Ausbildungssystem sich integrieren, denen natürlich zum Teil das Wissen fehlt, auch zum Beispiel über die Handwerkskultur, wie wir sie in Deutschland haben, dass sie als niedergelassener, selbstständiger Handwerker durchaus auch erfolgreich sein kann und einen eigenen Betrieb aufbauen kann. Da fragt sich natürlich ein junger Mann aus Marokko, warum soll ich denn jetzt hier 3 Jahre studieren, um Bäcker zu werden? Aber die zum Beispiel türkische Männer der dritten Generation haben jetzt hier ihre Sanierungsunternehmen. Sie möchten auch was sagen. Ja. Ich würde gerne nochmal unseren anderen Expertinnen und Experten, die wir eben hier sitzen haben, die Möglichkeit geben, vielleicht gibt es da nochmal eine Anknüpfung, eine Nachfrage, eine These auch. Hat sich da bei Ihnen was getan beim Zuhören? Da sehe ich 2 Menschen direkt in Interesse. Herr Heißenhuber, kommen Sie doch hier ans Pult und stellen Sie Ihre Frage. Haben Sie die Zeit im Blick? Ich habe die Zeit im Blick. Die Uhr steht nämlich. Vielen Dank. Ja. Das ist knifflig, gell? Ganz Zeit, ja, ganz genau. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ist doch auch ein Manko dieses Prozesses, dass doch nur ein Teil der gesellschaftlichen Gruppen sich angesprochen fühlt. Habe ich das so richtig mitbekommen? Und ist es nicht ein Problem unseres parlamentarischen Systems insgesamt? Sie erinnern sich vielleicht, kürzlich hat der Bundestagspräsident Schäuble einen Vorschlag gemacht. Es grenzen sich viele Gruppen aus, die nehmen gar nicht mehr teil und hat einen Vorschlag gemacht, vielleicht haben Sie es mitbekommen, man sollte doch eine Art Bürgerbeteiligung initiieren, indem man Leute aus den verschiedenen Gruppierungen auslost, dass die, wenn der dann nicht mitmacht, dann ist ein zweiter Punkt, aber wenn der eine Aufforderung bekommt, da mitzumachen, Zufallsprinzip. Dann ist doch das ganz was anderes, wenn nur ein Aufruf ergeht und dann trifft man im Prinzip nur die Bekannten, das sind natürlich die aktiven Studierenden, das sind engagierte Gruppen, ist ja toll. Aber wäre das nicht ein Gedanke, das von Herrn Schäuble aufzugreifen und das auf einen Agenda-Prozess runterzubrechen und Leute aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen anzusprechen und immer sie auslost. Das gibt es ja tatsächlich. Das ist in unserem Bürgerbeteiligungsverfahren, dass man sagt, man macht auch ein Zufallsprinzip. Genau. Bestimmte Gruppe einfach nach dem Zufallsprinzip. Man sagt, man zahlt ihnen die Woche Arbeit und tritt quasi diesen Bildungsurlaub, also dass sie keine finanziellen Nachteile haben und bezieht die aktiv mit ein. Das gibt es in den einzelnen Bebauungsplanverfahren. Und da sind wir eben auch dabei, diese Bürgerbeteiligung viel, da gibt es 20, 30 unterschiedliche Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Aber der Zufall ist ein ganz, ganz tolles Instrument, um eben das breiter zu machen. Und das ansonsten ist dann so ein Aufforderungscharakter, genau. Und dann wird der hochgehoben und ich meine, das genau. Könnte man doch auch vielleicht noch verstärkt in dem Prozess auch genau, einen ganz probieren. Wunderbaren Moment, dieser Zufall. In der war mein Gedanke. Das ist super, vielen Dank. Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ich würde trotzdem sagen, denken wir an die Wirtschaft auch. Nicht? Die Wirtschaft ist der große Integrator sozusagen. Und von daher spielen, glaube ich, auch neue Ausbildungsformen, aber auch neue vielleicht Beschäftigungsformen an der Stelle eine ganz wichtige Rolle, die es einfach schafft, Leute, die am Rand stehen, stärker wir haben hier im Bereich der Bundesagentur für Arbeit auch eine ganze Menge neuer Vorschläge. Wir haben auch eine Diskussion um, wie kann ich vielleicht Investitionsgelder noch ganz anders einsetzen, sozusagen Leute auch fit zu machen, vielleicht für die Zukunft, die vielleicht das Geld am Anfang noch nicht so haben, um ihre Ausbildung zu bezogen. Also ich denke, dass wir gerade auch als Unternehmen, und ich bin da ganz auch bei der vorhergehenden Runde, die Rolle auch von Unternehmern, dieses Problem zu adressieren. Aber wir müssen die Probleme, glaube ich, klar auch im Blick haben. Na, aber vielleicht Herr Schmidt-Peter war auch ganz, ganz freudig, noch eine Frage zu stellen. Bis er kommt, müssen wir vielleicht versuchen, wir müssen auch die Qualifizierten, kommen Sie ruhig schon ran, die qualifizierten Menschen in Ingolstadt halten. Und die halten wir nur, wenn wir sowohl bei den Unternehmen als auch in der Stadt mit der Kultur, mit den Grünangeboten, mit der innovativen, jungen, frischen Mobilität, nur da gehen die qualifizierten Leute auch hin und arbeiten dort. Das heißt, wir müssen unsere Städte schon so bauen, dass sie jung, frisch, innovativ sind und den Pep
der mit den Megatrends eben kommt, einfach auch in Ingolstadt zu haben. Also viele von uns haben doch Kinder, sie wissen doch, wie die Jugendlichen, wenn sie studiert haben, ihre Jobs suchen. Die wollen dahin, wo das eben innovativ ist. Also Bosch hat in Berlin eine ganze Abteilung gehabt, die nur innovativ Smart Learning macht, die Escape Rooms machen. Diese Gamification ist bei uns in Ingolstadt alles kein Thema. Verkehrsentwicklung hätten wir wunderbar mit Serious Games machen können. War alles kein Thema. Und da, finde ich, müssen wir echt ein bisschen frischer werden. Aber schön, dass Sie ein paar Bleistiftstriche in meinem Mosaik gezeichnet haben. Ja, nee, ist wunderbar. Ja, also prima. Also ich denke auch, dass wir da jetzt schon ein gutes Stück vorwärts gekommen sind. Dennoch möchte ich nochmal wieder einwerfen, dass es eben kein Gegensatz ist zwischen Bürgerbeteiligung und sozusagen ein Prozess, wie Herr Büchelin zeichnet, ein Leitbild oder ein Zielfoto an die Wand zu werfen. Wir brauchen im Grunde tatsächlich beides. Und ich glaube, dass wir die Bürgerbeteiligung brauchen, insbesondere auch Menschen, die tatsächlich vielleicht noch gar nicht an dem Prozess sind, wie Professor Habisch das zum Ausdruck gebracht hat. Aber das schaffen wir nur, wenn wir diesen Gegensatz tatsächlich wegbekommen. Und ein Gegensatz, den wir da wegbekommen müssen, ist tatsächlich, müssen wir jetzt mehr Bürgerbeteiligung machen. Ich glaube auch, wir brauchen auch von oben sozusagen im Stadtrat mal ein gemeinsames Bild. Da sind Sie sicherlich dann auch dafür zuständig, damit wir auch überhaupt mal dann auch sozusagen diskutieren können mit den Menschen, wo wir hinwollen. Das, glaube ich, ist wichtig. Und eine Sache auch, das war auch die Stärke Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir uns eben nicht entschieden haben, wollen wir wirtschaftlich erfolgreich sein oder sozusagen den Sozialismus einführen. Wir haben Ludwig Erhard und auch Julius Raab in Österreich haben gesagt, wir können beides haben. Ja? Und ich glaube, dieses sowohl als auch, dieses Mindset, dieses Denken, das ist dringend notwendig auf allen Ebenen, weil dann kriegen wir die Sachen zusammen. Wir müssen Brücken bauen und keine weiteren Silos. Ich spreiz mich jetzt da trotzdem rein und widerspreche Ihnen und gebe Ihnen recht. Danke. So, aber ersetzen Sie einfach mal in Ihrem Denken das Interessenskonflikt durch Perspektivendifferenz, die wir einfach zulassen müssen. Jetzt um es wissenschaftlich zu sagen, wir hatten am Tag der Deutschen Einheit einen Vortrag vom Soziologen Nassehi dazu, Perspektivendifferenz. Und das heißt, dass wir gemeinsam dieses Bild machen. Vielleicht mal jeder das Bild und wir schieben es übereinander, beleuchten das von hinten und plötzlich kommen ganz andere Konturen raus und es wird uns total überraschen, was durch das Übereinanderlegen, durch das Layern an neuen Formen vielleicht entsteht. Sie sind direkt angesprochen worden, deswegen lasse ich es kurz zu. Ja. Das ist ein ganz anderes Wort, weil Perspektivendifferenz ist, wir haben das gleiche Bild, ja, wohingegen Zielkonflikt immer konfigurierend ist. Also insofern, glaube ich, ist total wichtig die Wortwahl und es ist total wichtig, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben. Und wenn wir immer nur Geschichte über Zielkonflikte schreiben, das ist ja genau das Problem, was angesprochen wurde. Wir sind in einer Welt, die hochkonfigurierend handelt. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, ein Bild zu zeichnen, um diese Konflikte zu überwinden. Und das geht nur durch auch eine positive Sprache. Aber bei Perspektivendifferenz, um das vielleicht noch hinzuzufügen, die Herausforderung, die wir Intellektuellen jetzt haben, nicht? Das spreche ich jetzt auch gerade mal als Hochschulprofessor, ist halt auch mal die Perspektiven der anderen einzunehmen. Ja. Nicht? Und das ist unsere Stärke gewesen in der sozialen Marktwirtschaft immer, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Gesellschaftsmodell entwerfen, was für alle funktioniert und aufgeht und eben nicht nur für die Eliten. Das ist uns vielleicht in Deutschland auch auf dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs der totalen Katastrophe ein bisschen besser gelungen. Mhm. Ja, aber daran müssen wir auch festhalten, das ist immer wieder in Gefahr. Nicht? Und wir haben immer wieder in Gefahr, einen Elitendiskurs zu führen, wo wir sagen, ja, wo schicken wir denn unsere Kinder hin und so weiter, aber zu vergessen, ja, wo schicken denn die Zuwanderer, die vielleicht gerade eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, was machen die denn mit ihren Kindern? Herr Holzer, bitte sagen Sie, dass wir die Perspektivendifferenz wunderbar... Also das finde ich klasse, die Perspektivendifferenz, das haben wir auch in der Bestandsaufnahme festgestellt. Es waren unterschiedliche Perspektiven und aus dem Grund sind wir zu unterschiedlichen Entscheidungen gekommen und zu unterschiedlichen Bewertungen. Und solange ich die Perspektivendifferenz nicht erkenne, kann ich mich wunderbar streiten. Es sind zwei Positionen, aber eigentlich schaue ich auf das Gleiche, nur mit unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und wir versuchen jetzt, und das werde ich nachher nochmal vorstellen, mit einem systematischen Prozess, das ein Stück weit aufzulösen. Das ist immer ein schwieriger Prozess, unterschiedliche Perspektiven aufzulösen, aber mit Wissensvermittlung aufzeigen der unterschiedlichen Perspektiven, transparent machen der unterschiedlichen Perspektiven, hat man die Chance, eine gemeinsame zu finden. Da möchte ich gleich noch anknüpfen, weil das für mich das Wichtigste ist, dass wir nicht zu früh in einem Brei versinken. Wir müssen deutlich machen, wo wirklich die, ob es Konflikte genannt wird oder Interessen, egal wie, unterschiedliche Vorstellungen von unserer Zukunft liegen.
die gemeinsame Vorstellung von allen muss sein, und da sitzen wir in einem Boot, dass die Menschheit, die Spezies Menschheit überlebt. Und die ist schon mal gefährdet, wenn wir Klimawandel nicht hinkriegen, und der Klimawandel geht durch bis zur Flasche Wasser, die wir hier trinken. Das muss uns bewusst sein, dass das eine Riesenherausforderung und Aufgabe für uns alle ist. Und mir wäre wichtig, ich bin kein Diplomat, erstmal offen auf den Tisch zu legen und sichtbar zu machen. Was sagt denn die Ingolstädter Wirtschaft? Was sagen die Familienunternehmen? Was sagt Audi? Haben die schon Vorstellungen? Was sagt die Verwaltung? Die hat sich jetzt hier überdurchschnittlich geäußert, weil der Prozess so gelaufen ist. Was sagen die Bürger? Die sind noch unterrepräsentiert. Und deshalb ist für mich die Frage nach 1,5 Jahren Istaufnahme, was erstmal okay war, um das alles abzuarbeiten. Und man sieht ja in Ihrem Bericht, was da erarbeitet worden ist. Würde ich sagen, brauchen wir mindestens die gleiche Zeit, um den Startpunkt des Marathons festzulegen. Ich würde nur bitten darum, dass man jetzt nicht irgendwo hinhudelt und sagt, ja, wir haben 600 Ziele, da suchen wir jetzt 200 raus und im nächsten Jahr haben wir 50, packen wir an. Dann machen wir genauso weiter wie in der Vergangenheit, sondern wir müssen jetzt durch diesen schwierigsten Prozess überhaupt ein Zielfoto zu definieren, weil wenn wir das haben, dann stellen wir rechts und links ethische und technische Leitplanken auf. Und dazwischen wird es in den nächsten 30 Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Unternehmen geben, da freue ich mich heute schon drauf, weltweit, aber auch von Kommunen und Kommunen. Wie die Frau Kleine gesagt hat, wir werben um die besten Leute hier in Ingolstadt, die brauchen wir. Die gehen in die attraktivsten Städte und die attraktivsten Städte werden die sein, die genau die Ziele erfüllen, die ich am Anfang genannt habe, nämlich eine lebenswerte Zukunft, eine vernünftige Arbeitswelt, eine sichere Arbeitswelt und ein gutes Gefühl, dass nicht neben mir welche auf dem Gehsteig schlafen und mir geht's gut. Das muss man auch mal sehen. Wir sind nicht nur weltweit auseinandergedriftet. Und jedes Jahr gibt's neue Meldungen, dass die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher. Und da müssen wir nicht nach Afrika oder irgendwo hinschauen. Da müssen wir hier in Ingolstadt anfangen und müssen das mal sichtbar machen. Wo sind hier die Differenzen? Was können wir für einen Beitrag leisten, dieses Gefälle auszugleichen und wirklich allen ermöglichen, ein würdevolles Leben zu führen? Und ich war Lateiner an der Oberschule. Da ging es darum, gute Noten zu schreiben. Jetzt fallen mir immer mehr die alten Philosophen, die Griechen ein. Und ich bin jetzt nochmal auf Herodot gestoßen. Und da möchte ich einfach zwei Zitate schnell loswerden. Das eine ist, quid agis prudenta agaset respice finem, habe ich mein Leben lang nicht vergessen, nur den Herodot. Das heißt nämlich, was du auch tust, tu es klug und bedenke das Ende. Und das ist der Paradigmenwechsel, den wir jetzt brauchen. In der Vergangenheit haben wir das Ende nicht bedacht, sondern den schnellen Profit, den schnellen Vorteil. Und da müssen wir weg. Und ein zweites vom Gleichen, noch ein Zitat, um unsere Kultur nochmal zu beschreiben. Der sagt nämlich vor 2.500 Jahren, wenn nicht Meinung gegen Meinung offen gesagt wird, lässt sich die bessere nicht herausfinden. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zitat, das die Kultur beschreiben sollte, mit der wir jetzt den weiteren Prozess angehen. Meinungen gegen Meinungen stellen, aber nicht im Kampf, sondern erstmal nur in einem Wettbewerb der besseren Ideen. Und aus dem ein Gesamtbild unserer Stadt, der Stadt Ingolstadt, nicht der Stadt Regensburg, München oder sonst was, sondern genau Ingolstadt, unsere Stadt zu definieren und dann zu versuchen, alles daran zu setzen, dass wir in 30 Jahren das erreichen, dieses Zielbild, um das wir jetzt sicher 1-2 Jahre intensiv ringen müssen. Und das ist der schwierigste Prozess aus meiner Sicht. Ach, und wenn du wir sagst, denken wir nicht nur an uns oder denken wir nicht nur an die Intellektuellen, sondern denken auch an die, die hier bei uns in der Ingolstädter Innenstadt wohnen und so weiter, nicht? Also denken wir auch an Leute, die vielleicht jetzt in der deutschen Sprache gar nicht unbedingt so bewandert sind. Wir brauchen nämlich nicht nur die besten Köpfe als Ingenieure, die braucht man natürlich auch. Da bin ich der Letzte als Wirtschaftsethiker, der das nicht berücksichtigt. Aber wir brauchen auch die Facharbeiter. Ja, wir brauchen auch diejenigen, die, und auch die haben hier unseren Wohlstand. Wir würden hier nicht unsere Produktion, die Industrieproduktion, jeder Ökonom würde uns sagen, ja, die Industrieproduktion müsste längst komplett in Billiglohnländern sein. Wenn wir das als Deutsche immer noch geschafft haben, hier unsere Top-Industriestandorte, dann hat das vor allen Dingen auch mit gut ausgebildeten Facharbeitern zu tun, nicht? Und mit dieser Kultur, mit der wir das hingebracht haben. Und diese Menschen oder auch die neue zu finden, die diese Funktionen übernehmen, das ist mindestens auch eine Herausforderung, die wir unter dem Stichwort Nachhaltigkeit diskutieren müssen. Vielen Dank. Das war unglaublich lebendig und spannend für mich. Danke für diese vielen Perspektiven und Einsichten. Und das war das Ende unserer ersten Diskussionsrunde, was darüber überleitet in den zweiten Impuls von Herrn Holzner. Vielen Dank. Sie können abtreten.
Ja, willkommen zurück. Schön, dass Sie da sind, immer noch da sind oder neu dazugeschaltet. Heute geht es um den Nachhaltigkeitsagenda-Prozess der Stadt Ingolstadt. Gerade haben wir schon eine lebhafte Diskussion von Expertinnen und Experten gehabt. Und jetzt schauen wir so ein bisschen vertieft auf den Prozess selber. Wie lief er ab? Was beinhaltete er und was sind auch so seine Schwierigkeiten? Zunächst werden wir einen Impuls hören von Michael Holzner. Und dann werden wir von Beteiligten hören, wie sie den Prozess wahrgenommen haben und was sie dabei vielleicht gelernt haben oder auch was Neues entstanden ist. Michael, bitte. Ja, vielen Dank. Die Diskussion eben hat mir die Zuversicht gegeben, dass wir schon auf einem ganz guten Weg sind, auch wenn es die ersten Schritte sind, aber wir haben die richtige Richtung eingeschlagen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Bild, das ich im letzten Impuls auch gezeigt habe, unten dargestellt, die unterschiedliche Einschätzung, was mit den bisher geplanten und auch umgesetzten Maßnahmen erreicht wurde. Wir sehen hier eine sehr unterschiedliche Einschätzung. Das beruht auf sehr unterschiedlichen Perspektiven und jede Perspektive ist für sich richtig. Man kann nicht sagen, das eine oder das andere wäre falsch, sondern meine Erkenntnis auch und auch aus der Diskussion ist, jede dieser Perspektiven ist richtig. Warum sehe ich das so? Ich möchte im nächsten Bild zeigen, dieses Bild kennen vielleicht viele. Wenn ich das Bild betrachte, sehe ich entweder eine junge Frau oder eine alte Dame. Und wenn man sich einige Zeit mit dem Bild beschäftigt, dann kann man auch beides sehen. Und genau das müssen wir auch tun für das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir unsere Maßnahmen bewerten. Das Bild, wie wir bewerten, das entsteht im Kopf. Wir sehen alle das Gleiche. Und entweder man sieht das eine aus der einen Perspektive oder aus der anderen Perspektive. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, es gemeinsam zu ziehen, alle Perspektiven zu vereinen und ein gemeinsames Bild zu sehen. Nachhaltigkeit, das ist heute und auch die letzten Tage schon öfters gefallen, ist ein sehr breites Thema. Es beruht auf zunächst mal drei Säulen, aber wenn man tiefer reingeht, heißt es Zukunftsfähigkeit und dort kommen viele einzelne Elemente zum Tragen. Wie erreichen wir eine Resilienz? Was bedeutet kommunale Handlungsfähigkeit? Wie erreichen wir soziale Gerechtigkeit? Alles Punkte, die wir eben auch diskutiert haben. Und wie können wir mit innovativen Handeln einen neuen Zustand erreichen? Dazu gibt es Methoden und ich beziehe mich hier auf die Methode des Systemdenkens. Wenn ich das Thema Nachhaltigkeit als System betrachte, als Ganzes, dann brauchen wir eine Lösung, wie wir mit diesem umgehen. Und wir haben es eben auch in der Diskussion gehört, es gibt viele Perspektiven drauf. Jeder für sich hat recht. Es gibt unterschiedliche Perspektiven und daraus entstehen, wie wir es nennen, unterschiedliche mentale Modelle. Und wir müssen miteinander diskutieren, wir müssen miteinander reden, wir müssen Wissen auch aufbauen und wir brauchen eine Moderation, um aus diesen einzelnen mentalen Modellen ein gemeinsames mentales Modell zu erstellen. Erst wenn wir das geschafft haben, so wie es eben auch Herr Büchel gesagt hat, ich brauche eine Skizze, in dem alle das Gleiche sehen. Nicht der eine dieses Bild und der andere jenes Bild. Und wenn wir diese Skizze haben, dann haben wir ein Leitbild, nach dem wir uns orientieren können und können dann unser Handeln an diesem Leitbild ausrichten. Ja, und dann können wir uns auf den Weg machen, die Nachhaltigkeitsagenda anzugehen, so wie wir es jetzt im Juli gestartet haben. Das erste ist Wissensvermittlung, um eine Grundlage für die Handlungsfähigkeit zu haben. Damit schaffen wir die Voraussetzung für eine gute und geglückte Partizipation. Und über diese Partizipation kommen wir zu einer gemeinsamen Strategie, zu einem gemeinsamen Zielbild. Und dann beginnt erst der Marathon. Nämlich die Transformation, die muss entsprechend begleitet werden und wir müssen uns immer wieder nach dem Zielbild ausrichten. Und wenn das gut sein soll, dann brauchen wir eine sehr breite Beteiligung, damit wir möglichst viele, möglichst alle Perspektiven mit integrieren und niemanden verlieren. Wie geht man das an? Wir haben in diesem Prozess
das Planspiel Sustain 2030 genutzt. Ein Planspiel, das hier alle Beteiligten auch mal erlebt haben, mit dem Ziel, die SDGs bekannt zu machen, die Sustainable Development Goals. Was steckt dahinter, was steckt für eine Grundidee dahinter? Wie sind die Zusammenhänge zu sehen zwischen den einzelnen Zielen und wie kann ich mit den vermeintlichen Zielkonflikten umgehen? Es sind meistens Wechselwirkungen und erst in unserer Betrachtung wird es entweder zum Konflikt oder zur Synergie. Auch das müssen wir berücksichtigen. Wir bekommen über diese Zusammenhänge dann Einblick in die unfassbare Komplexität der Nachhaltigkeit. Und es gelingt uns dann mit dem Abbild, mit der Darstellung der Zusammenhänge auch einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und wir können dann, so wie wir es auch in den Workshops erlebt haben, ko-kreativ zusammenarbeiten und dann gemeinsam Handlungsszenarien entwickeln und können am Zielbild abschätzen, was der bessere Weg ist. Ich spreche vom Planspiel, der Kreis hat es erlebt, vielleicht auch für unsere Zuschauer. Es geht darum, um ein digitales Planspiel. Es beruht auf der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, abgebildet auf den 17 Nachhaltigkeitszielen, die entsprechend miteinander verknüpft sind. Und man kann über Begleitmaterialien in eine Rolle reinschlüpfen und damit schon per se einen Perspektivwechsel vornehmen und dann mit bestimmten Maßnahmen mit dem Gesamtsystem interagieren. Und zur Überraschung, es kommen immer wieder ungeliebte Ereignisse, die uns an dem geradlinigen Weg hindern und wir müssen auch dort drauf reagieren. Das haben wir als Grundlage genommen, um dann im nächsten Schritt uns damit zu beschäftigen, was bedeutet das jetzt im Kontext Ingolstadt. Und wir haben Schritt für Schritt jeweils in den Workshops uns ein Ziel vorgenommen und auf den Kontext Ingolstadt übertragen. Was mir dabei Spaß gemacht hat, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven hatten, einmal aus der Politik, einmal aus der Sicht der Verwaltung, einmal auch aus der Sicht eines Beteiligungsunternehmens. Und somit haben wir schon in diesem ersten Schritt relativ viel Perspektiven in diese Beschreibung mit aufnehmen können. Darüber hinaus haben wir uns damit beschäftigt, wie können wir unseren Erfolg messen. Wir haben uns die vergleichenden Kriterien angesehen, die durch die Moderation von Bertelsmann entstanden sind, aber wir haben darüber hinaus uns auch mit qualitativen Kriterien beschäftigt, mit einer Einschätzung, wo stehen wir zu den einzelnen Zielen. Ganz wichtig, weil wir in der komplexen Welt nicht alles messen können, aber wir haben immer ein gutes Gefühl, die Experten haben ein gutes Gefühl, wie man Dinge bewertet und die Vielzahl der unterschiedlichen Perspektiven bringt dann auch ein gutes Gesamtergebnis. Und somit haben wir begonnen, ähnlich wie das Planspiel, ein Zielmodell aufzubauen, die Ziele zu beschreiben, die Messgrößen zu beschreiben und wir haben auch begonnen, die Zusammenhänge darzustellen. Der Mehrwert dieser Vorgehensweise ist, wir haben Perspektiven und Erfahrungen vieler Experten und es waren immerhin jetzt über 100 Personen beteiligt in diesem Prozess. Das heißt, wir haben schon sehr viele Perspektiven eingefangen und haben das über das erstellte Modell auch verfügbar. Und die Zusammenhänge, die wir rausgearbeitet haben, sind für jeden nachvollziehbar und ich muss nicht immer von vorne überlegen, wenn ich eine Entscheidung treffen will, wie hängt das eigentlich zusammen? Ich kann mich an Modell orientieren und bekomme sofort einen Hinweis, wie die Dinge zusammenhängen. Darüber hinaus haben wir uns natürlich auch im Rahmen der Workshop, auch wenn wir es nicht abgeschlossen haben, mit einer Zielvision beschäftigt, der Nachhaltigkeitsagenda Ingolstadt und haben dort mal in einem ersten Wurf ein Leitbild für das Projekt formuliert. Willkommen Zukunft, wir gestalten unser Ingolstadt gemeinsam, vielseitig und nachhaltig. Und um es noch etwas konkreter zu machen, für das Zielmodell haben wir eine Vision Ingolstadt entwickelt. Gemeinsam gestalten wir bis 2030 für uns und nachfolgende Generationen ein zukunftsfähiges Ingolstadt mit hoher Lebensqualität. Ich denke, das ist ein guter Absprung, den kann man sicherlich weiterentwickeln, aber ein erster Start ist es sicherlich.
Nun, wenn es dann weitergeht, wir haben uns im letzten Jahr mit dem aktuellen Ist-Stand, mit der Bestandserhebung befasst. Wir sind auf dem Weg zu einer Zielbeschreibung. Was wir noch brauchen, sind Maßnahmen, um zu definieren, wie kommen wir von dem aktuellen Stand in das große Zielbild. Und dafür müssen wir Maßnahmen entwickeln, nicht umgekehrt von Maßnahmen zum Ziel, sondern vom Ziel. Das Ziel ist unser Leitbild und um das zu erreichen, müssen wir Maßnahmen definieren. Und damit wir uns nicht verzetteln in 600 Einzelmaßnahmen, sollten wir Handlungsfelder definieren, wo wir Maßnahmenbündel darstellen, Maßnahmen clustern, um effektiv voranzukommen. Wie könnten so Handlungsfelder aussehen? Auch da hatten wir im Workshop einige gute Ideen schon entwickelt. Hier mal dargestellt in 5 Bereichen: Leben, Wohnen, Bewegen, Lernen, Arbeiten. Und das vor dem Hintergrund unserer globalen Verantwortung. Und wir haben uns dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt, versucht, die Maßnahmen aus dem letzten Jahr dazu zu ordnen. Haben wir gesehen, so ganz passt es noch nicht. Wir müssen vielleicht den allumfassenden Begriff Leben noch ein bisschen auffächern. Kultur und Freizeit sind noch nicht richtig repräsentiert. Gesundheit und Ernährung, Klima und Biodiversität oder auch das ganze umfassende Thema Partnerschaften. Ja, eine Menge Arbeit, die vor uns ist. Wir haben einen ersten Aufschlag gemacht. Wir haben einen ersten Leitfaden aus der Verwaltung, Beteiligungsunternehmen und Stadtrat erstellt. Nun gilt es im nächsten Schritt, die breite Beteiligung anzustreben. Oberbürgermeister Scharpf hatte das auch angekündigt am Freitagabend. Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, die Wissenschaft mit einzubeziehen und selbstverständlich auch die Wirtschaft mit einzubeziehen. Und damit diesen ersten Ansatz Schritt für Schritt, um weitere Perspektiven zu erweitern. Und wenn es darum geht, dann auch in die Umsetzung zu kommen, ist es notwendig, Arbeitsgruppen zu definieren für die einzelnen Handlungsfelder, um Schritt für Schritt auch miteinander geleitet von einem Gesamtbild Maßnahmen zu definieren, die uns vom heutigen Zustand in den Zielzustand 2030 oder vielleicht auch später 2050. Sicherlich, wie es heute schon öfters gefallen ist, ein Riesenmarathon, aber wenn man nicht losläuft, dann wird man ihn auch nicht zu Ende bringen können. Ja, vielleicht noch kurz zum Ende, was ist zu tun in den nächsten Jahren? Also das nächste Naheliegende ist, dieses Zielsystem mit weiteren Perspektiven anzureichern, die Ziele und Indikatoren zu schärfen, den Ist-Zustand auch nochmal in einer gemeinsamen Perspektive zu betrachten und Handlungsfelder und Maßnahmen zu definieren. Darüber hinaus ist sicherlich auch ein Abstimmungsprozess mit Politik, zunächst mal verwaltungsintern mit den Gremien, mit der Politik, mit dem Stadtrat vorzunehmen, um einen ersten Richtungsentscheid vorzunehmen. Und parallel die Einbindung aller Interessensgruppen, eine breite Bürgerbeteiligung aufzusetzen. Das kann im Rahmen der Landesgartenschau passieren. Oder ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem Projekt Mensch in Bewegung, die gesagt haben, es gibt Mittel für bürgerschaftliches Engagement, können wir uns nicht mal zusammensetzen. Und wir werden uns am Dienstag wieder treffen, ob gegebenenfalls in diesem Rahmen auch Mittel verfügbar sind. Und dann sicherlich auch die Vorbereitung. Eine Strategie ist nichts wert, wenn ich sie nicht umsetze. Die Vorbereitung für die Umsetzung. Wie kann ich mit dem Zielmodell, das ich jetzt erstellt habe, einen Entscheidungsprozess effektiv unterstützen? Dazu ist es notwendig, sich zu überlegen, wie sehen die Entscheidungsgremien aus? Braucht es einen Beirat, zum Beispiel für die fachliche Integration der einzelnen Perspektiven, für die fachliche Integration der einzelnen Arbeitsgruppen. Und wir müssen dann die Arbeitsgruppen auch entsprechend besetzen mit unterschiedlichen Perspektiven, damit wir möglichst eine ganzheitliche Betrachtung machen. So viel meinem Impuls. Ich freue mich jetzt auf Ihre Diskussion und auf den Erfahrungsbericht, wie Sie diesen Prozess in den letzten Wochen erlebt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Michael Holzner, für diesen vertieften Einblick in den Nachhaltigkeitsagenda-Prozess. Jetzt hören wir von Menschen, die aktiv beim Prozess beteiligt waren, die ihn nicht nur von außen bewerten, sondern drin gesteckt haben. Und zuallererst wäre es schön, wenn wir eine kurze Vorstellungsrunde machen könnten. Auch hier wieder den Namen, die Funktion, warum Sie an dem Prozess beteiligt waren und einen Lieblingsort. Gerne kurz und knackig von links nach rechts. Dankeschön. Mein Name ist Martin Dick, Leiter des Referatsbüros Technik im Referat 6, Referat für Hoch- und Tiefbau. Und mein Lieblingsort in Ingolstadt kann ich so nicht sagen, weil ich finde, Ingolstadt hat wahnsinnig viele schöne Orte. Ich bin gerne in der Innenstadt unterwegs, aber auch mal in den Randbezirken oder im Forst oder so und zum Spazieren gehen. Also das, glaube ich, sind mehrere Lieblingsorte. Vielen Dank. Genau, also mein Name ist Eva Schulz. Ich arbeite im Presseamt. Ich war vor 20 Jahren schon dabei beim Tag der Visionen und habe mich dann für dieses Nachhaltigkeitsprojekt angemeldet, weil mich einfach mal interessiert hat, wie ist der Stand jetzt, wie geht es jetzt weiter, was hat sich vielleicht verändert zu dem vor 20 Jahren. Und Lieblingsorte würde ich jetzt auch mehrere sagen. Ich gehe gern schwimmen, also mir gefällt der Baggersee, nicht nur im Sommer, sondern zu allen Jahreszeiten. Aber ich finde, wir haben auch ein wunderschönes Freibad. Das sind so. Danke. Mein Name ist Helmut Schilz, ich bin Sachgebietsleiter Statistik und Stadtforschung, war die letzten acht Jahre auch für Fair Trade Town zuständig und habe auch bei diesem Prozess, der um die 2000er Jahre war, Visionen für Ingolstadt, schon teilgenommen und freue mich jetzt so richtig, dass es hier mit der Nachhaltigkeitsagenda wieder so richtig zur Sache geht. Mein Name ist Heike Marx-Teikerl, ich stehe für das Referat 4 Kultur, Bildung und Sport. Meine Lieblingsplätze sind eigentlich auch mehrere. Die verschiedenen Plätze in der Altstadt finde ich ausgesprochen immer nett, drüber zu gehen, sich hinzusetzen, vorzugsweise bei sonnigem Wetter. Hm, danke. Mein Name ist Ingrid Gumplinger, ich bin Integrationsbeauftragte der Stadt Ingolstadt. Ich war jetzt an beiden Workshops beteiligt und habe auch schon Ziele und Maßnahmen aus meiner Perspektive erarbeitet. Ein Lieblingsort von mir ist an der Donau. An der Donau sitzen und einfach den Fluss fließen sehen, das macht mir Freude. Danke. Ja, mein Name ist Kevin Kortzagen und ich bin der Koordinator für Nachhaltigkeit hier in Ingolstadt. Ein Lieblingsort zu bestimmen ist nicht so einfach. Es ist wirklich sehr viel, es ist schön hier in Ingolstadt, aber um es auf den Punkt zu bringen, ich bin sehr gerne im Grünring der Stadt Ingolstadt und der wird gerne mal ein bisschen vernachlässigt, wie ich öfters mal gesehen habe, halt auch in der Perspektive und da halte ich mich dann auch wirklich auch gerne auf. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gute 14 Minuten, um von Ihnen zu hören. Wir werden das in einem Kreisgespräch machen, wieder von links nach rechts. Die erste Person beginnt und dann geht es an die nächste Person weiter. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie haben Sie den Prozess wahrgenommen? Was haben Sie vielleicht auch dabei gelernt? Und was hat Sie auch neugierig gemacht? Und jede Person hat ungefähr 2 Minuten Zeit. Und nach 2 Minuten kommt ein akustisches Signal. Es hört sich so an. Und dann wissen Sie, Sie sollten langsam zu Ende kommen. Und Herr Dick, fangen Sie doch bitte an. Gern. Ich fand den Prozess für mich sehr gut, weil ich erst dann erkannt habe, dass Nachhaltigkeit so allumfassend ist. Dass es nicht bloß, wie anfangs gedacht, vielleicht hauptsächlich in Richtung Umwelt abzielt, sondern so viele Aspekte gibt. Was mich bei unseren Diskussionen und Ideenfindungen, was ich da ganz toll fand, waren einfach die Diskussionen an sich schon mal, dass man sie mit den Arbeitskollegen aus verschiedenen Bereichen der Stadt Ingolstadt austauschen konnte, dass man manchmal den eigenen Horizont dann doch auch nochmal umstellen hat müssen und sich vielleicht mal eines Besseren belehren lassen musste. Was ich ganz toll fand, waren einmal die Einfließungen vom Herrn Scheels von der statistischen Seite her, weil man durch diese Zahlen dann erstmal so fassen konnte, was hinter so einem Apparat Stadt so steht. Und ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe mich einbringen können. War ja als Vertreter vom Referat für Hoch- und Tiefbau im Baubereich an sich. Es sind ja viele Punkte, SDGs versteckt
Und ich glaube, ich habe als Hausaufgabe schon einiges mit nach Hause genommen für Nachhaltigkeit, vielleicht auch in gewissen Dingen mein Nachdenken auch nochmal intensiviert und bin für mich jetzt immer nur am Suchen, was man so alles umsetzen kann. Ich habe mir auch schon ein Buch gekauft, Nachhaltiges Bauen, um mich privat ein bisschen fortzubilden und natürlich beruflich. Ja, ich glaube, das waren so die Hauptaspekte für mich. Vielen Dank. Dankeschön. Genau, also mir ging es zunächst auch so wie Kollegen, dass für mich Nachhaltigkeit viel mit Umwelt zu tun hatte. Und bei dem Workshop ist mir das dann so richtig bewusst geworden, was da eigentlich noch alles dahinter steckt. Also es waren Kollegen dabei aus dem Baubereich, Kollegin vom Jobcenter, aus der Kultur. Es waren ganz viele verschiedene Aspekte. Und dann auch zu sehen, wie jeder seine Sicht vertritt, welche Sicht die andere beeinflussen kann. Und das war ja dann auch in dem Planspiel wieder schön zu sehen, wenn man sieht, wenn ich so handle, passiert das, womit man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und wenn ich es anders mache, kann es hier besser werden, aber hier schlechter. Also es ist so komplex, das ganze Thema. Das war eigentlich sehr interessant, das mal zu sehen anhand von diesem Spiel, das nebenbei auch nur wirklich Spaß gemacht hat. Und was mir dann auch noch so bewusst geworden ist, ich glaube, gerade eine Stadtverwaltung ist als Initiator von einem Nachhaltigkeitsprojekt oder einem Nachhaltigkeitsprozess ganz prädestiniert dafür. In der Verwaltung herrscht ja sehr hohe heterogene Struktur, vielleicht mehr als in einem Industriebetrieb. Also wir haben hier Leute aus der Verwaltung, wir haben Ingenieure, wir haben Naturwissenschaftler, wir haben Leute aus der Kultur, aus dem sozialen Bereich. Und ich denke, hier kann man vielleicht aus so einer Verwaltung raus was anstoßen, was auf die ganze Stadt dann auswirkt. Oder vielleicht sogar darüber hinaus, weil das einfach viele verschiedene Sichtweisen sind, die hier zusammenkommen in so einer Stadt. Genau. Danke. Ja, ich möchte vielleicht das gleich aufgreifen von dir, Evi, dieses Thema Komplexität und diese verschiedenen Meinungen, die verschiedenen Professionen, die verschiedenen Sichten, ob das jetzt von einem Ingenieur oder von einem Kulturschaffenden ist, das sind immer sehr verschiedene Sichtweisen, beziehungsweise werden, wir haben es ja vorhin auch in der Expertendiskussion gesehen, auch Zielkonflikte da teilweise interpretiert. Und ich glaube, dass das Modell, das wir hier auch mit Hilfe von iCondo verwenden, sehr gut geeignet ist, solche komplexen Sachzusammenhänge, diese verschiedenen Meinungen, diese verschiedenen Zielsetzungen, Perspektiven ganz gut abzubilden und dass dieses Modell auch hilft, diese verschiedenen komplexen Dinge etwas handhabbarer zu machen. Und das ist ganz wichtig, weil man dann oft, wenn man solche Prozesse macht, am Schluss vor der Frage steht, ja, geht man jetzt in diese Zielrichtung oder in jene? Und dieses Modell, glaube ich, kann uns sehr gut helfen, bei zukünftigen Entscheidungen und Planungen wirklich klar zu sehen, was ist jetzt der bessere Weg. Es wird nicht immer den Königsweg geben, aber es wird vielleicht einen Weg geben, wo man dann sehen kann, okay, das bringt uns etwas weiter wie vielleicht die andere Maßnahme. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was wir hier auch gesehen haben. Und dass durch diese Art, wie wir vorgehen, auch diese komplexen und widersprüchlichen Dinge auch unter einen Hut bringen und letztendlich dann gute Entscheidungen treffen. Danke. Ja, für mich war, ich bin am Anfang etwas skeptisch reingekommen in den Workshop, weil ich befürchtet hatte, dass eine schnellere Lösung beabsichtigt sei. Und ich fand es dann ausgesprochen beruhigend zu merken, dass es eben viele Gesichtspunkte gibt, die erst einmal gleichberechtigt nebeneinander stehen, die auch diskutiert werden. Ich fand es dann auch interessant, dass ich nicht als Expertin, Halbexpertin, Viertelexpertin gefragt war, sondern eben auch als Bürgerin. Ich bin Bürgerin von Ingolstadt und ich habe meine Sicht auf die Stadt. Das kann etwas sein bei dir, Martin, zum Thema Hochbau oder Tiefbau. Es kann etwas sein zum Thema Kultur, es kann aber auch im Gesundheitsaspekt irgendwas sein oder Integration. Ich bin in einer Doppelfunktion in diesen Workshops gewesen.
Ich glaube nicht, dass wir, weil wir eben alle aus der Stadtverwaltung kamen oder aus den Töchtern der Stadt, dass wir tatsächlich die Bevölkerung abbilden können. Dafür ist die Bevölkerung Ingolstadt viel zu unterschiedlich und sicherlich nicht komplett durch Angestellte oder Beamte der Stadt Ingolstadt zu fassen. Aber allein dieses Einbeziehen, dass ich mich auch zu Themen als Bürgerin äußern konnte und nicht nur als Viertelexpertin, fand ich sehr beruhigend. Außerdem fand ich sehr beruhigend und dass es keine schnelle Lösung von wenigen Leuten angedacht ist. Dass es also nicht den Weisen, die weise Frau, Mann in der Stadtverwaltung gibt, die die große Lösung irgendwann am Ende des Jahres aus der Tasche zieht. Das hat mich ein bisschen darin bestärkt, weiterzumachen in diesem Prozess, den ich auch als ungeheuer komplex empfunden habe. Ja. Danke. Genau, jetzt ist ja schon einiges von euch erwähnt worden und ich konnte die Komplexität dieses Themas jetzt auch nochmal betonen, weil mir ist genauso gegangen. Ursprünglich dachte man, naja, Nachhaltigkeit, man denkt so Umweltschutz, Artenvielfalt, man denkt so ein bisschen an die Bienen, ja, so hat es ja ursprünglich einmal begonnen. Aber diese 17 SDGs, die ja wirklich vom sauberen Wasser, vom unterm Wasser, Leben auf dem Land, diese weniger Ungleichheiten und so weiter, also das Spektrum ist ja wirklich so breit und es wurde mir wirklich durch diesen zweiten Workshop insbesondere ganz klar. Auch die vielen Diskussionen, die wir geführt haben, um ein SDG zu befördern, ja, da gab es ja auch viele unterschiedliche Möglichkeiten, ein besonderes Ziel voranzutreiben. Wir haben ja dann auch gemerkt, wenn wir ein Ziel unterstützen, dann bringt es viele Nachteile wieder für die anderen Ziele. Und auch die Diskussionen, die wir jetzt so im Kleinen geführt haben in diesem Plan oder in diesem Spiel, ich meine, diese Diskussionen gibt es ja dann in einer ganz anderen Größenordnung in der Realität ganz sicherlich. Und normalerweise habe ja ich als Integrationsbeauftragte ja immer meine Integrationsbrille logischerweise auf, habe natürlich dann das SDG 10, weniger Ungleichheiten im Auge gehabt, habe aber dann gemerkt, Mensch, bei dem Thema, es geht um Gesundheit, es geht um Bildung, es geht um Verbindungen, um Netzwerke, also ich finde mich auch in ganz anderen SDGs wieder. Und das war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Danke. Ja, vielen Dank. Also ich kann mich eigentlich nur meinen Kolleginnen und Kollegen anschließen. Die unterschiedlichen Perspektiven, was wir jetzt auch heute schon gehört haben, Diskussionsrunden einfach, das ist so ein wesentlicher Aspekt und das ist auch das Schöne an diesem Prozess, den ich jetzt miterleben konnte. Ich bin jetzt seit einem Jahr in der Stadtverwaltung tätig, also bei mir als Quereinsteiger sozusagen, das so mitzuerleben, dass man tagtäglich auch mit diesen verschiedenen Perspektiven auch konfrontiert wird, einfach die man dort doch immer mit einbringt in die SDGs, diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, dass man da auch einfach miterlebt, okay, vielleicht muss ich da und dort vielleicht nochmal meinen eigenen Ansichtspunkt nochmal vielleicht sogar auch überdenken. Und das ist doch eine ganz schöne Sache auch gerade in diesem Prozess, dass man da seine eigene Einstellung vielleicht nochmal ein bisschen zur Sprache bringt und dann halt auch mal schaut, okay, das und das ist vielleicht doch gar nicht so der richtige Weg oder vielleicht war das doch ein bisschen falsch, was ich gerade eben davor gedacht habe oder gesagt habe vielleicht auch. So gesehen freut mich das sehr, dass doch schon sehr viel Engagement auch da ist. Also ich sehe auch viel Erfahrung halt auch schon mit dabei ist. Also gerade für mich als Quereinsteiger ist es sehr schön zu sehen, okay, wir haben auch die Motivation der Mitarbeitenden einfach hier in der Stadtverwaltung. Und an der Stelle, mit der Stabsstelle hier in Nachhaltigkeit der Stadt, es ist auch schön, dann eben sowas mit aufgreifen zu können, dadurch, dass man die ganzen Perspektiven mit aufnehmen kann, über eine referatsübergreifende Position sich das Ganze anzunehmen und doch relativ objektiv versuchen zu bewerten. Und so soll es dann hoffentlich auch sein, dass man diesen Prozess weiter eben diese ganzen Stimmen mit aufnimmt und auch mit involvieren kann, um diese Motivation weiter zu befördern, diese Ideen, die ja schon da sind, auch weiterzuentwickeln. Und so habe ich diesen Prozess auch wahrgenommen, dass auch wirklich wahnsinnig viel schon einfach da ist. Man muss es nur einfach bündeln, damit wir eine gemeinsame Vision einfach dadurch auch erzeugen können mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, die einfach da sind. Und gerade da kann man auf Erfahrungen zurückgreifen, wie von meinem Kollegen Helmut Scheels, auch der die Vision für Ingolstadt ja auch mit begleitet hat. Frau Schulz, Sie haben es ja vorhin auch schon erwähnt. Und gerade da ist es dann auch wirklich so,
Man muss Lust auf Nachhaltigkeit einfach entwickeln und das kommt über Zeit, das kommt nicht sofort, sondern das kommt nach und nach. Und wenn man dieses Engagement mit aufnimmt und weiterbringt, dann erreicht man vielleicht auch diese intrinsische Motivation. Und das ist für die, gerade in diesen Workshops, glaube ich, eine ganz gute Methode. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Grundstein gelegt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das jetzt auch weitermachen und weiterverfolgen und in die Richtung weitergehen werden. Und ja, heute hört es ja nicht auf, es geht ja dann eigentlich sofort wieder weiter. Dankeschön. Ja, Sie haben ganz toll als Gruppe aufeinander geachtet mit dem Zeitlimit, das ich gesetzt habe. Es ist jetzt tatsächlich vorbei. Also wir haben die Zeit, Sie haben die Zeit hervorragend ausgenutzt. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch heute an einem Sonntagabend hierher zu kommen und das wertvolle Wochenende mit uns zu teilen, Ihre Einsichten zu teilen. Und jetzt gibt es noch eine Videobotschaft vom Oberbürgermeister Christian Schapf. Und dann beendet sich unsere heutige Diskussionsrunde. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren virtuellen Tagen der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und ein viel zitierter Begriff. Und trotzdem wissen viele Menschen nicht, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Viele denken dabei zunächst ausschließlich an umweltverträgliches Handeln. Doch es geht auch um soziale Ausgewogenheit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Sobald sich in einem dieser Bereiche etwas verändert, kann es unmittelbare Auswirkungen auf die anderen Bereiche haben. Nicht immer zu dem Vorteil. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen bei nachhaltigem Handeln. Ein Gleichgewicht zu finden zwischen den verschiedenen Lebensbereichen, eine Balance zwischen den einzelnen Interessen zu schaffen. Deshalb müssen wir stets Kompromisse finden. Wieder neu definieren und Aufgaben anpassen. Mit solchen Überlegungen haben wir uns in den vergangenen Tagen auf vielen verschiedenen Plattformen beschäftigt. Die Tage der Nachhaltigkeit sind heuer zum ersten Mal als rein virtuelle Veranstaltung durchgeführt worden. Wir wussten natürlich zu Beginn nicht, wie das Konzept bei den Bürgerinnen und Bürgern und den verschiedenen Akteuren ankommen würde. Doch die Corona-Pandemie hat uns keine Wahl gelassen. Umso mehr freuen, dass sich so viele Menschen an den Workshops teil und beim Plan mitgemacht haben, dass sie Diskussionen der Experten gefolgt sind und eigene Ideen eingebracht haben. Wir haben diskutiert, wie wir hier in der Region mit unseren Möglichkeiten der globalen Verantwortung gerecht werden. Wir haben Einblicke erhalten, was von lokalen Akteuren bereits gemacht wurde und wird. Und es wird mehr gemacht als mancher. Wir haben erfahren, welche Unternehmen und Organisationen im Bereich Nachhaltigkeit aktiv sind und die Wissenschaft tagtäglich für eine lebenswertere Zukunft in der Region arbeitet. Wir haben bei den abendlichen Diskussionsrunden gehört, wie sich Corona auf Innovationen in der Wirtschaft auswirkt, was künstliche Intelligenz mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Heute haben wir uns intensiv mit der Nachhaltigkeitsagenda der Stadt Ingolstadt auseinandergesetzt. Wir haben über die Workshops gesprochen, die vor kurzem durchgeführt und welche Erfahrungen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei gemacht haben. Heuer arbeiten wir ein Modell, das speziell auf Ingolstadt zugeschnitten ist. Denn Sie müssen bedenken, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bedeuten ja für jedes Land, für jede Kommune etwas anderes. Die sozialen Verhältnisse, die ökologischen Gegebenheiten und die regionale Wirtschaft von Ingolstadt sind ja völlig anders als beispielsweise in unserer Partnergemeinde Legmoir in Burkina Faso. Mit dem Modell können wir einen ersten Grundstein für nachhaltiges Ingolstadt legen. Auf diesem Grundstein wollen wir in den kommenden Jahren aufbauen und dabei sind Sie alle gefragt. Es sind auch schon zahlreiche Ideen zu Zielen, Handlungsfeldern, Visionen Ingolstadt eingegangen. Ende des Jahres werden im Stadtrat die weiteren Schritte beschlossen. Nächstes Jahr möchten wir dann
mehrere Beteiligungsformate für Bürgerinnen und Bürger durchführen. Dabei sollen die Ergebnisse der Nachhaltigkeitsprojekte von heuer diskutiert werden. Und wir wollen die nächsten Ziele auf unserem Weg zu einem nachhaltigen Ingolstadt erarbeiten und dann hoffentlich auch wieder mit mehr persönlichen Kontakten. Zum Ende der diesjährigen Nachhaltigkeitstage möchte ich allen danken, die sich an den Workshops und Gesprächen beteiligt haben. Ein Dankeschön an die Vortragenden, an die Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Panels, an Partnerinnen und Partner der Veranstaltung, ebenso wie die Organisatoren vom Projektteam, auch im Projektteam des Stadtdirektoriums, an Frau Krauser, Herrn Korzagen und Herrn Stadtdirektor Mayer. Ich denke, es gibt schon ein breites Engagement in der Region. Und vielleicht konnte sich der eine oder die andere Zuhörerin in diesen Tagen überzeugen lassen, sich ebenfalls in irgendeiner Art und Weise Nachhaltigkeitsprozess zu beteiligen. Ein solches Engagement muss nicht zeitaufwendig sein. Manchmal sind es schon ganz kleine Schritte oder kleine Veränderungen im Alltag, die zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Gut. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben, an diesem Sonntagabend zugeschaut haben, wie Expertinnen und Experten das Thema diskutieren und wie aus dem Inneren des Prozesses berichtet wird. Vielen Dank für alle Menschen, die heute hier waren, sich die Zeit genommen haben und ihre Einsichten und ihr Wissen geteilt haben. Und damit wünsche ich einen hoffentlich sehr gelungenen Nachhaltigkeitsprozess in den nächsten Jahren und einen schönen Sonntagabend. Okay.